Ich grüße dich, Michael. Es ist schön, dass es jetzt endlich geklappt hat, Hallo, bevor ich zur Katharina. Liebeswühle aufbreche. Also dann, grüß dich, Michael. Herzlich Bitte willkommen. nochmal so Vergebung für meinen Fauxpas diese Woche. Du, das sollte wohl so sein. Schau mal, jetzt habt ihr gestern einen Zweier gemacht, der Marc und du. Und ganz ehrlich, Michael, es ist mir jetzt ganz recht, dass wir jetzt hier zu zweit sprechen. Und zwar nicht, weil ich den Marc ausgrenzen will, nichts liegt mir ferner, sondern weil es gewisse Themen gibt, die einfach zu zweit dann mehr in die Tiefe führen, vielleicht auch, und ich tue mir natürlich schwer, das Wort zu verwenden, aber ich möchte ein intimeres Gespräch führen, und zwar nicht intim im Sinne von, wie wir das landläufig verstehen, sondern wenn wir über Gott oder über unsere eigenen Erfahrungen reden, wird es ja automatisch intimer. Und ich weiß nicht, Ja. du gehst einfach so weit, wie du gehen willst, genauso wie ich ja immer so weit gehe, zu erzählen, was ich erlebe oder wie ich es wahrnehme oder wie auch immer. Ich habe nämlich ein paar Themen, die, glaube ich, letztendlich gar nicht zu trennen sind. Das, was wir selber erfahren, dann der Punkt, wo Glauben in Wissen übergeht. Denn ich würde niemals sagen, ich glaube. Es gibt manche Dinge, die vermute ich. Aber da, wo ich glaube, würde ich eher sagen, ich weiß. Aber das trifft dann nur für mich zu. Das ist eine ganz intime Beziehung, die ich mit mir habe und zu meinem göttlichen, wie man das jetzt immer bezeichnen will, zu meinem Quell, zu meinem Urgut. Du weißt schon, die Bezeichnung finde ich ja nicht wichtig. Zu meinem Schöpfergott, oh, egal was. Ich meine jetzt von der Bezeichnung. Nennen wir es So, Ursprung. genau, Ursprung, das ist schön. Genau, Ursprung ist sehr schön. Und dann habe ich genauso eine sehr eigenwillige oder eine sehr, sehr, bah, das Wort persönlich kann man nicht mehr verwenden, hast du eine bessere? Menschlich. Bitte? Menschlich. Menschlich. Okay, sehr schön. Aber im Sinne von, dass ich das ganz spezifisch, also eine spezifisch menschliche, eine Beziehung zu Zeit. Und da habe ich manchmal schon geahnt, dass du die auch hast. So, wo fangen wir jetzt an? Und natürlich will ich über die Egregoren sprechen, weil du hast gerade erzählt, jemand hat in einem Kommentar geschrieben, das ist nicht ein Puzzleteil, sondern das ist es, und das spüre ich auch. Dass es genau das ist, der Schlüssel, der uns gefehlt hat, auch wenn manche mit diesem Wort nichts anfangen können und dann schon so ein Gizi kriegen und sagen, dieses komische Wort. Liegt Aber an es der, steckt. das liegt an der, an der, an der Darstellung. Ja, das heißt also, das liegt an der, wie soll ich sagen, an dem Konzept. Ja. Wie gesagt, also bei mir ist diese Wichtigkeit dieser Thematik, ich habe das auch schon vor längerer Zeit schon mal erfahren, habe da auch mal drauf geguckt, Viktor Heidinger und so weiter, kann man einmal gucken. Ne? Das sind dann auch Videos im Netz, ja, wie ich habe nur gesagt, aus meiner Sicht eben auch erstmal eine Überprüfung durchgeführt. Und wie gesagt, das ist das Wort Wesen, ja, das Wesen. Ja? Und wenn du es überprüfst, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, wenn du dann wirklich über die Bedeutungen gehst, ja, dann siehst du, dass das sprachlich, ja, und Sprache ist wirklich ein ganz zentrales Mittel, dass das sprachlich eben in einer vollkommen anderen Einordnung steht, als wir es vielleicht verstehen. Ja? Das Sein zum Beispiel, ja. Das Sein als Hauptwort, ja, das Substantiv, ja, bezieht sich auf die Existenz und das Sein als Verb, ja, bezieht sich auf die Essenz. Und da kannst du es auch schon erkennen, ja. Also Verb und Substantiv. Wesen ist nichts, was kann man eigentlich nicht mit einem Hauptwort beschreiben. Ja. Das ist sprachlich fast nicht möglich, ja. Und das ist genau das, was wir mit der Sprache ja tun. Wir substantivieren die Dinge. Und das ist eine Materialisierung, wenn du so willst. Substantiv gleich Substanz. Ja, Also wir absolut. kommen. Jetzt sind wir ja in einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die meisten konzentrieren sich auf die Existenz und haben von der Essenz, die darüber, dahinter, drum herum als Basis, als Fundament, ein Fundament ist so fest, als Gewebe dahinter ist, als Struktur dahinter ist, haben sie keine Ahnung. Und Heidinger ist mir zu oberflächlich. Ich habe da aufgehört. Da habe ich reingehört und habe gemerkt, der führt mich nur in die Irre. Diese Essenz dahinter, ne? Du warst jetzt gerade bei der Sprache. Wo fangen wir an? Wir haben so viele Eintritts. Also ich sage mal, von der Dame oder Mann, ich habe keine Ahnung, der den Kommentar da abgegeben hat, von wegen, es ist nicht ein Puzzleteil, sondern das ist es. Da sage ich, für mich hat das mit dem Egregor hat ein ganzes Universum dahinter vielleicht nicht geöffnet, weil ich hatte es vorher schon betreten, aber ich konnte es schwer einordnen und konnte es noch schwerer hier in Worte fassen. Lässt sich greifen, ja, das lässt sich sprachlich greifen. Und das ist der Punkt, der daraus hervorgeht, weil plötzlich findet man Hammer da und da auch noch und da, ja, und dann Genau. stellst du das plötzlich fest. Und ich kann eins nur sagen, also seit ich
Also ich habe das in einen unserer Kurse integriert, ja, und das ist mittlerweile das berühmt-berüchtigte Kapitel 17 geworden, ja, und da gibt es einen Vortrag oder gab es dann den ersten Vortrag, und das war auch an dem Abend, wo ich das erste Mal dann praktisch präsentiert habe. Da war die Reaktion am Schluss auch, also waren 40, 50 Leute in dem Ding drin, und da war erstmal, was habe ich da gerade gehört, ja, was war das, ja, und der Punkt an der ganzen Geschichte ist, und das ist das, was ich jetzt auch durch die Beobachtung natürlich auf mich oder die Beobachtung der Wechselwirkung, wenn du das dann mal siehst, ja, dann stellst du fest, dass das wirklich also um uns rum aufgebaut ist in einer Form, wo du sagen kannst, du kannst da fast gar nicht mehr entkommen, ja, weil alles irgendwo diese Energie nach außen irgendwo zieht, ja, und deswegen auch diese ganzen Wesen, die es da draußen gibt, ja. Und immer wenn das Wort schon auftaucht, wenn in den Nachrichten das kommt, dass das Gesundheitswesen jetzt wieder oder das Schulwesen irgendwie was ändert, dann kriege ich schon wieder, dann fange ich schon wieder das Grinsen an, weil ich denke, ja genau. Ja. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, der Egregor, ja, kann ohne den Menschen nicht, mit Achtung, nicht sein, aber nicht im Sinne von Materialisierung, sondern im Sinne von Sein, fließen. Ja. Das geht nicht, kann er nicht. Ja. Es ist immer darauf angewiesen, dass wir das im wahrsten Sinne des Wortes füttern. Ja? Genau, da sind wir jetzt an einem wesentlichen Punkt, weil ich habe dieses Buch, das werde ich dann auch in die Leibniz-Mühle einbeziehen, dann werde ich mehrere Vorträge über das Thema machen. Und ich habe es noch nicht gelesen, wenn ich da nach hinten gehe, wie kann man ein Egregor vermeiden? Da steht dann drinnen, ja, nur indem du Menschen meidest. Damit kann ich schon viel anfangen, weil ich das schon sehr stark lebe. Aber was die Einsiedler plötzlich ganz, die Einsiedler und die zurückgezogenen plötzlich einen ganz anderen Charakter. Ja? Genau. Oder haben die da was gemerkt, ne? Irgendwas in der Art, ja? Genau. Oder die Turners, verstehst du, die Turner, die kennst du ja so flüchtig, die da immer in ihren Videos dann irgendwie so knallhart sagt und allen möglichen Leuten hier verbietet, in meinem Kanal, in meinem Blick zu Wort zu kommen, weil ich sage, shut up, ich schalte die Stimmen aus, wenn ich erkenne, dass es eine Egregor-Stimme ist. Wenn es eine Stimme ist, die wieder wie mit dem Megafon, du weißt schon, wie im Kommunismus damals, kommt zu uns. Und die erkenne ich 10 Meter gegen den Wind und die schalte ich einfach aus. Ich kapp sie einfach. Und dadurch bin ich natürlich komplett intolerant und Zensur. Du, weil wir vom Menschen, also ich behaupte jetzt einfach mal, das ist jetzt einfach mal nur eine provokante Behauptung von mir, ein Egregor ist das Gegenteil von Gott. Es ist sozusagen ein Anstatt. Entweder ich habe, also das ist jetzt mein, wie ich es erlebe, okay? Ich habe den direkten Kanal von nach unten zu meiner Quelle und nach oben zu meiner Führung, wie du das jetzt immer nennen willst, das Göttliche. Und das ist etwas, das ist eine ganz intime Beziehung, weil da bin nur ich gemeint. Weil mit dem anderen, mit meinem Nachbarn oder mit dir, hast du eine andere Beziehung zu deinem Schöpfer, zu deiner Führung, weil du einen anderen Seelenauftrag hast. So, das heißt also, ich habe hier eine ganz, ganz individuelle, ganz, ganz persönliche, ich finde kein anderes Wort. Menschlich, aber menschlich trifft ja auf jeden zu. Also eine menschliche, aber das ist dein Mensch, deine Menschlichkeit. Nein. Ich werde noch mal einen Begriff finden, der das mehr, weil ich will damit sagen, jeder von uns, ne, du und du, jeder hat einen eigenen Auftrag, eine eigene, einen eigenen Part in dem Ganzen. So, und für mich ist ein Egregor das Gegenteil, weil das ist von einem Kollektiv, wobei ich bezeichnend finde, in Wikipedia steht drinnen, ist eine Bezeichnung für durch menschliche Gedanken bzw. Willenskraft geschaffene metaphysische Wesenheit oder Trugbild im Gegensatz zu Wesen, die als von Gott geschaffen verstanden werden. Also auch in Wikipedia wird dieser Gegensatz, allerdings möchte ich sagen, du sagst, der Mensch füttert ein Egregor und ich behaupte jetzt mal, schaffen tun den Egregor meistens irgendwelche Institutionen, für Steuerungselemente, die nicht vom Menschen ausgehen, meistens. Also, dazu mal Folgendes. Wir gehen jetzt wirklich in eine Komplexität rein. Ja? Das Thema der Egregoren, ja, das ist älter als das, was der hermetische Orden da gemacht hat. Ja? Also gibt es, soweit ich weiß, eine Bibelstelle sogar. Ich
werde ich auch noch mal was dazu wo sagen. Wo mehr als zwei in meinem Namen versammelt, da bin ich unter euch. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt in den Bibelbüchern drin ist, ob es im Buch Henoch steht oder wo. Denn die Stelle kriege ich demnächst geliefert, weil da spare ich mir das Suchen. Wenn ich jemanden habe, der es weiß, dann kann er mir das sagen. Und auch gibt es griechische Schriftsteller, die über diese Egregoren schon gesprochen haben. Das ist auch ein griechisches Wort. Ja. Mhm. Man darf an der Stelle einfach mal eins nicht vergessen. Eine egregoriale Struktur ist von vornherein etwas Neutrales. Ja. Das ist etwas, was ohne Wertigkeit ist. Mhm. Ja. Und wenn du das jetzt runterbeziehst, mal auf die kleinste egregoriale Struktur, die es gibt, ne, da spreche ich jetzt mal von der Familie, ja. Mhm. Frag dich mal selbst, wie war deine Kindheit? Was war die Überschrift über dem Ganzen? Welche Wertigkeiten wurden dort? Was hat man im Sinne der Familie unternommen? Wie ist man miteinander umgegangen? Wie hat man das gestaltet, das Leben, was da ab war? Was war wichtig? Was war nicht wichtig? Welche Werte wurden verkauft oder verkauft falsch, aber vermittelt? Ja? Mhm. Und dann hast du das Verhalten logischerweise auch im Sinne dieser Werte ausgerichtet. Und so war der Familienbegriff dann definiert. Du wusstest immer ganz genau, dass das eben da gilt und da eben funktioniert. Und da gab es auch Rückmeldungen, ja, also dass du dein Verhalten wahrscheinlich mal an den Tag gelegt hast, wo es nicht so gut war, wo man dann bestraft wurde in irgendeiner Form. Und da kommen dann so Sachen mit raus, ja, also wo du dann auch testest, wie du bestimmte Dinge ausprobierst. Ich glaube, dass gerade bei den Kleinsten, ja, so eine Anbindung wesentlich leichter möglich ist, weil die überhaupt den Filter nicht mehr haben und noch nicht haben, ja, da irgendwo etwas überhaupt unterscheiden zu können. Für die Kleinsten ist Realität mal etwas ganz anderes als für uns, ja, weil dieser Filter noch nicht so da ist. Und das sind einfach Gruppenseelen, die völlig automatisch entstehen. Die entstehen einfach. Ja. Das bringen wir mit. Ja. Und das liegt an der Tatsache, dass wir eben offene Systeme sind. Das heißt, alles, was wir tun, wirkt nach außen. Ja. Auch wenn du nichts sagst, ja, oder dein Gesichtsausdruck, ja, der wirkt trotzdem. Ist auch eine Art der Kommunikation. Mhm. Man darf nicht den Fehler machen und sagen, jetzt Kommunikation ist nur Sprache. Ja. Das ist falsch. Ja. Also Kommunikation ist immer alles, was du ausdrückst, weil dein gesamter Körper ist ja diese Materie, die du hier hast. Das ist ein Kommunikationsinstrument. Ja. Genau. Du drückst alles damit aus. Deine Emotionen, deine Gedanken, ja, auch deine Wertigkeiten. Du kannst das wählen. Ja. Du wählst das sogar. Ob du das jetzt nur über die Sprache machst, dann über vielleicht bestimmte Wortbetonungen, was man machen kann, dann hat man schon wieder einen anderen Kanal. Ja. Dann oder auch über den Körper kannst du das ausdrücken. Ja. Und da stellst du auch oft fest, dass viele, wenn du nur fragst, hey, wie geht's dir? Und die dann sagen, gut. Ja, das ist, muss man aufpassen, was dann was der Körper sagt und was ausgedrückt wird, ja, wo man dann merkt, also da kannst du schon viele, viele Dinge ablesen, ja. Und dann immer auf das, was der Körper sagt, verlassen. Das ist immer die Wahrheit, so sage ich es. Ja. Deswegen an den Taten werdet ihr sie erkennen. Ja, das ist sehr interessant. Übrigens, weil ich das gerade sehe, ich habe also aus dem hebräischen Buch Henoch, das ist der Urgroßvater von Noah, da gibt es eine Stelle, die darauf hinweist, dass der Henoch Interaktionen mit Sternenwesen hat. Und ich kann dir das dann schicken. Das ist eine Stelle, wo er etwas beschreibt von irgendwelchen Himmelswesen. Das kann ich dir nachher schicken, wenn dich das interessiert. Weil du sagst, von wegen Kommunikation, ne? Da gibt es ja zum Beispiel diese, wie du fragst, wie geht es dir? Eine hat mal beschrieben, dass sie immer die ganze Lebensgeschichte von jemandem hört, wenn sie fragt. Jetzt hängt dein Bild, liebe Katharine. Ja, jetzt bist du wieder dran. Okay. Wieder, gell? Okay, ja, also die hat immer so gefragt, wie geht es Ihnen? Ja. Ja. Und dann hat sie die ganze Leidensgeschichte von demjenigen bekommen als Antwort. Ja, genau. Also wie du etwas fragst. Also die Kommunikation ist ja wirklich sehr spannend. Und wir haben ja jetzt beide dieses, vielleicht können wir das kurz aufgreifen, wie, also auch wenn alles zusammenwirkt und es ein Gesamtpaket ist, so ist doch die Sprache besonders, weil sie so manifest ist. Ne? Weil wie wir etwas ausdrücken, wie wir es benennen, ist ja schon die Diagnose und transportiert ganz viel. Und da haben wir ja beide schon unabhängig voneinander darauf hingewiesen, auf dieses Intel Agent. Wollen wir da kurz eingehen? Weil ich habe es eher so beschrieben, dass der andere, indem ich es dir sage, regiere ich, also so quasi, ne, indem ich es dir sage, regiere ich, aber du hast es anders interpretiert, indem ich es sage, regiere. Ich regiere über meine Worte. Das ist das, was ich darüber verstehe. Ja? Das heißt, also, ich habe die Macht, die Worte so zu nennen. Deswegen
Das ist ja auch immer wieder sehr, sehr spannend, dass gerade in der Bibel immer dieser Wortbezug kommt. Ja? Das ist ja ganz oft drin. Also am Anfang war das Wort und der Schöpfer sprach. Ja? Und dann entstand irgendwas oder es wurde etwas manifestiert dadurch. Ja? Und wenn man sich den Aufbau der Sprache anguckt, dann ist das genau da drin, dieses Element. Ja? Ich kann es immer nur wieder sagen, diese ganzen Substantivierungen, ja, die wir da benutzen. Ja? Also dass wir von vornherein genauso konstruiert, möchte ich es jetzt mal ausdrücken, oder geschaffen wurden, ja, dass wir genau diese Eigenschaft über die Sprache schon mitbringen. Ja. Was machen wir? Substantiv kommt tatsächlich von dem Wort Substanz. Ja. Das ist die sprachliche Manifestierung von Elementen, Dingen, Gedanken, was auch immer. Ja. Und, ja, du kannst es an dem Wort Fluss wirklich ganz toll erklären. Ja. Also das ist ein fließendes Gewässer, es ist immer in Bewegung und du sagst, das ist der Fluss. Ja, und damit wirst du das ein, so ein Stück weit, ja, und sagst, es ist ein Ding, irgendetwas, was du angreifen kannst, anfassen kannst. Und da ist dieser Mechanismus im Prinzip schon drin, ja, also den bringen wir alle mit, das darf man nicht vergessen. Und wir sind nicht in der Lage, uns eine Firewall oder ein Virenschutzprogramm über unseren Kopf zu legen und sagen, das will ich nicht reinlassen und das will ich nicht reinlassen, unser ganzer Körper. Nur der Filter, den wir setzen, ja, der sorgt dafür, dass wir uns für das interpressieren oder für steuert das über den Weg die Wahrnehmung. Das ist immer so. Ja. Gut, ich meine ja, wenn du etwas erkennst, indem du es erkennst, kannst du wählen. Ab dem Moment kannst du die Entscheidung treffen, wähle ich das oder wähle ich das nicht. Dafür musst du es aber identifizieren, du musst es von dem Ganzen rauslösen, damit du es erkennen kannst. Du kannst das mit einem Aufstieg beschreiben, ja? Dass du sagst, in dem Moment, wo du eine Erkenntnis hast, dann stehst du drüber, weil dann hast du die Wahl. Du kannst da drauf schauen und sagen, jetzt eins und zwei. Hast du die Erkenntnis nicht, dann bist du unten und dann gibt es vielleicht nur das eine, ja? Und das andere kommt gar nicht in Frage. Ja? Also, genau. Das ist der Sinn des Lernens. Ja? Also der Sinn ist, sich die Erkenntnis zu verschaffen, um sich über die Dinge zu stellen, ja, in der Form. Das kann man jetzt auf der energetischen Ebene mit Aufstieg in der Polarisierung, damit du in die nächste Ebene kommst, um eben das zu erkennen. Da gehe ich auch mit. Ja? Das sind Dinge, die ich, habe ich auch schon wirklich sehr lebhafte Diskussionen mit bestimmten Menschen geführt, wobei ich immer der Meinung bin, dass es dieses Polare und Duale, dass das auch nur eine Idee ist. Ja? Also ich finde das nicht wirklich. Ja? Also ich habe das schon mal gesagt, was das, wenn es Polar oder Dualität in irgendeiner Form geben würde in der Realität. Ja? Und ich würde jetzt nicht den Fehler machen und sagen, Tag und Nacht steht sich gegenüber, sondern es ist für mich eins. Es ist ein Zyklus, wo das alles immer in einem einzigen Ablauf da ist. Ja, das kann nicht für mich nicht das Gegenteil sein. Es gibt eben mehr oder weniger Licht. Ja? Und was ist das Gegenteil von mir? Was ist das Gegenteil von dir? Ja, das wirst du da nicht entdecken. Ja, das gibt es nicht. Ja? Und das ist genau das, ich glaube, das größte Problem unserer heutigen Zeit ist, dass der Mensch anfangen muss, sich in seiner Einzigartigkeit wieder zu begreifen. Ja? Ja, aber was ich da, also ich merke, dass ich auf das Stadion durchgehe, wo ich es erst einmal rigoros auseinanderhalten muss. Ja, ja, klar, also natürlich, sonst kannst du es nicht erkennen. Genau. So, und dann heißt das vielleicht auch, dass ich mich von etwas rigoros fernhalten muss. Ich sage jetzt ganz bewusst mal das Wort muss, weil ich das sehr selten anwende, im Sinne von, so wie man halt auf Entzug von irgendeinem Koks ist oder keine Ahnung, so ähnlich. Ja? So, und wenn du dann lange genug stabil in dir bist, dann merkst du, na, jetzt ist egal, jetzt kann ich mit dem Typen auch wieder umgehen oder kann den wieder sehen oder ist mir völlig egal. So, also so. Dann aber wieder eine Cola trinken, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, also ich empfinde, dass der Mensch oder dass wir, die wir hier unten hier herumwandeln auf Erden als was auch immer, ein multidimensionaler Komplex sind, wo da unten drunter so viele Typen irgendwie sich vereinen. Das ist die Welt muss so konzipiert sein, ja, also aus meiner Sicht muss die Welt so muss der Mensch so konzipiert sein, dass er alle Dimensionen, die es gibt, ja, die müssen in der Wahrnehmung. Das heißt, du musst sie wahrnehmen können, sonst macht das alles keinen Sinn. Genau, und dann ist die Frage, wer, ich sage ja immer, Kommunikation ist, wer wendet sich an wen und wozu. Und wenn ich jetzt schaue in mir, wer macht was und wozu, wenn meine höhere Seele irgendwie hier, keine Ahnung, sagen soll, ob jetzt die Milch schlecht ist oder nicht, das ist nicht so gut, weil die ist da nicht bewandert drin. Da ist die Turner, die hier unten ganz pragmatisch das unterscheiden kann, besser, mit ihrem Hirn besser geeignet. Wenn ich ein Bild male, dann ist meine Kleine ganz gut, weil die ist da echt gut drin. Ne? Und dann, also so, ich will sagen, es ist auch noch die Frage, wer macht was? Wen lässt man was machen?
Wenn ich nochmal aufgreife, dass der hier sagt, du kannst Egregoren nur meiden, wenn du Menschen meidest. Nun, da sage ich, wenn du ein guter Dompteur bist, kannst du dich mit Löwen umgeben oder mit Wölfen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, ich rieche 100 Meter gegen den Wind oder 10 Meter oder keine Ahnung, wenn mir jemand was überstülpen will, was nicht meins ist, wo ich sage nein. Das heißt, ich kann so gut wie mit jedem Menschen umgehen. Das heißt nicht, dass ich das immer wähle, es zu tun, aber ich kann es, ich muss sie nicht meiden. Im Zweifelsfall sage ich an den einen Teil, wo ich merke, der Teil will jetzt irgendwie das übliche Spiel machen, ja, das Andocken- und Kapern-Spiel, was ja das beliebteste Spiel überhaupt ist, dann bin ich die Erste, die sagt, stopp, ab auf die Hundedecke. Ne? Also so, da bin ich rigoros. Und damit ich mich, aber nur damit ich mich an den anderen wenden kann, an die Essenz, an den eigentlichen Menschen. Und jetzt verwende ich das Wort eigentlich auch im tatsächlichen Sinne, weil ich glaube, deswegen ist diese Unterscheidung erstmal so wichtig, dass man das erkennt. Ja, ich bin ja da auch da gesessen, weißt du, und dachte, weißt du, kommst ja aus dem Kommerz irgendwo und dann Briefe schreiben und alles mögliche und das Geist ist die Wesen, wo du da runtergepredigt bist und geht nicht mehr. Ja, dass du schon gedacht hast, das ist eigentlich so ein merkwürdiger Ausdruck die ganze Zeit. Ich habe auch irgendwie immer Bauchschmerzen gehabt damit, so nachdem man da also so eine Intuition gehabt, dass das irgendwie, ja, also das verwende ich nicht so gern, aber ich habe nie gewusst, warum, ja, also ich hab, weil ich es nicht definieren konnte, es gab keine Definition, aber die Frage, es zu hinterfragen, ja, die taucht tatsächlich erst etwas später auf, ja, wenn man sich da auch von dem Äußeren hat leiten lassen, alle machen das, alle nehmen das, alle sagen so, ja, und dann nicht in die Tiefe zu gehen und zu gucken, ja, und als ich es dann gesehen habe, wie gesagt, auch Essenz ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ja, das ist einfach der Begriff, der eigentlich im Prinzip das beschreibt, was der Mensch tatsächlich ist. Ja, weil man kann ja mal sich über Materie Gedanken machen. Materie hat den Ursprung bei dem Wort Mutter. Ja? Und Gott wird als Vater bezeichnet. Ja, also da hast du jetzt im Prinzip auch wieder beide Strömungen drin. Du hast das Materielle, also die Existenz, und du hast die Essenz. Ja. Wo du sagen kannst, das wird hier irgendwie in mir drin kombiniert, vereint, ja, was eigentlich gar nicht geht. Ja, es geht nicht. Ja. Also der Fluss könnte niemals etwas in sich vereinen, was steht. Ja. Das geht nicht. Ja. Es funktioniert nicht. Du wirst es in keinem Prozess da draußen entdecken können, ja, in der Natur. Deswegen macht das dich einzigartig in dem Moment. Ja, die Essenz ist eben genau das, was die Dinge hier auch antreibt. Ja. Weil das ist die Energie, ja, die Energie, die in dir fließt. Und diese Energie wird durch das offene System Mensch immer nach außen gegeben. Immer, immer. Ja. Ich bin ganz über diese bei Macht, dir. Ja, ja. Über diese Macht sollten sich die Menschen wieder bewusst werden, ja, in irgendeiner Form. Ja. Oh, das mit der Macht ist ganz wichtig. Da gehen wir gleich drauf ein. Das möchte ich gleich drauf eingehen. Nur weil du jetzt noch gesagt hast, also ich, nur als, also als Denkanstoß, ich hatte das gestern mit Marc im Gespräch, ne, dass es von wegen, ob die Essenz und die Existenz wie sagt man das in der Physik oder Chemie, Flüssigkeit, Gas, also wie nennt man das? Aggregatzustände. Ja, Aggregat, danke, Aggregatzustände. Ob es nur zwei Aggregatzustände sind, nur unter Anführungszeichen, die nur eine Frage der Geschwindigkeit ist, der Zeit, auf die Zeit kommen wir unbedingt noch. Also im Sinne von, wir sind ja bei Salvador Dali, ne, die geronnene Zeit, die Uhren, die zerfließen. Oder aber, wenn du jetzt einen Fluss hast, ne, und er wird immer langsamer, ne, dann irgendwann einmal staut es sich und aus dem Wasser entsteht etwas anderes. Oder die Felsen, die also Bäume sowieso, Bäume sind ja zeitlich, die bewegen sich ja, man sieht es nur nicht. Und beim Stein, ja. Es gibt ja ganz viele, die sagen, okay, das waren mal Lebewesen, die einfach entweder durch etwas anderes gekapert wurden oder so langsam ein Rinnen, ja wie Eis. Eis ist natürlich geronnenes Wasser, das ist das beste Beispiel, ne, wenn wir jetzt in der Antarktis schauen. Wasser ist tatsächlich in der Lage, die ganzen Aggregatzustände da einzunehmen, ja, also das ist richtig, ja. Und Wasser ist Leben. Und Wasser ist Leben, von daher sage ich mir, es ist nur eine Frage, ich kann es halt identifizieren, wenn ich hineingehe, so wie du sagst, ne, in einem Baum, du gehst an irgendeinem Punkt des Baumschnitts hinein und dann kannst du identifizieren, wie alt ist der Baum oder sowas, ne? Genau, also, das identifizierst du ja nicht an seiner Größe oder sonst was, sondern du identifizierst es an den Ringen, ja? Genau. Ring. Ja, und damit genau. bist du in einem anderen Verständnis. Und wenn du das jetzt mal betrachtest, so von oben auf diesen Abschnitt schaust, ja, dann wirst du sehen, dass das von innen nach außen geht. Ja. Es geht immer nach außen. Und das ist das, was ich mit dem Begriff Ausbreitung oder Anreicherung gerne beschreibe. Ja. Und wenn man das jetzt mal transportiert und das unter dem Aspekt einer Zeit sich
vorstellt, ja, dann passt das Modell der Zeit dann nicht, das, was wir haben. Ja. Es ist ein Modell, das muss man an der Stelle immer ganz klar sagen, es ist ein Modell. Ja. Es hat nichts mit der Natur zu tun, gar nichts. Und nur weil heute Freitag ist, heißt das nicht, dass da draußen irgendwo die Erde das als Freitag versteht. Das ist immer umgekehrt. Wir verstehen es als Freitag und ordnen das draußen zu. Offene Systeme, wir geben den Wert, wir glauben an etwas, wir geben den Wert, wir geben die Energie. Und heute am Freitag werden alle ihren Einkauf machen, draußen rumrennen und gucken, dass übers Wochenende genügend Käse im Kühlschrank ist, so auf die Art. Ja? Und dann richtet man das Verhalten danach aus. Was ist das? Das ist die Konsequenz dahinter, Konsum. Und damit steckst du wieder im Kommerz. Ja? Deswegen ist das mit den Egregoren auch im kommerziellen Bezug extrem wichtig, dass man das sieht, ja? Dass man das erkennt. Ja, weil aus der Position heraus, wenn du drüber stehst, lässt sich logischerweise auch völlig anders handeln. Ja. Michael, das ist mir jetzt ganz wichtig, weil du redest jetzt vom Adlerblick, von der Metaebene, was super ist. Also ich schätze die Metaebene unglaublich, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir immer wieder raufgehen und von oben, weil nur da können wir Strukturen erkennen. Wenn wir zu weit unten sind, dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, stecken im Problem fest und können die Struktur dahinter oder darunter oder darüber nicht erkennen. Wenn ich jetzt mal vom persönlichen, nein, nicht schon wieder, vom menschlich, vom mir menschlich, von mir leibhaftig menschlich Erlebten ausgehe. Ich habe das oft in meinen Videos beschrieben, ich will jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Ich weiß nur, dass ich in meinem eigenen Schöpferdasein ab dem Moment, das mit den Egregoren erkennen und ausschalten konnte oder umgekehrt, darauf komme ich gleich, nicht ausschalten, sondern es benutzen, darauf möchte ich gerne noch kommen. Das habe ich damals instinktiv, also ich habe es nicht benannt mit Egregor, aber ich wusste, es ist das so. Ich konnte das, indem ich etwas so Traumatisches erlebt habe, das mich dazu veranlasst hat, die Welt anzuhalten, wie Carlos Castaneda es nennt, er nennt es, ne, beim San Marco oder Marco oder wie hieß das, ich habe das gelesen, als ich 18 war, da redet er immer davon, die Welt anhalten, das habe ich natürlich damals nicht verstanden, das war ein Konzept, aber als ich es erlebt habe, ja, was es bedeutet, die Welt anzuhalten, nämlich wirklich ganz, alles ist, die Welt ist weg, die Welt ist ausgeschalten, du kümmerst dich noch um deine zwei Kinder und deine zwei Katzen, aber ansonsten ist die Welt ausgeschalten und du bist nur noch im Hier und Jetzt und alles, was du ab dem, und alles hat erstmal seine Gültigkeit verloren, auch alle Egregoren haben ihre Gültigkeit verloren und alles, was ich getan habe, ich rede jetzt mal von mir, was ich ab dem Moment getan habe, war nur noch was ein aus einem inneren Impuls heraus. Und wenn ich keinen Impuls hatte, habe ich nichts getan. Aber ja, ich habe gemerkt... Das ist doch das, was Eigenverantwortung bedeutet. Genau. Oder Selbstverantwortung. Da steht einfach an drin. Ja? Warum Verantwortung? Ja? Du musst das vor dir verantworten. Du musst dir selbst die Antwort geben. Und das ist die wahre Selbstbestimmung, wenn du dich wirklich auf das verlässt, was du bist. Ja? Und du kommst in diese Welt auch mit vordefinierten Fähigkeiten. Ja? Also ich kann nur einmal, Chomsky ist da, glaube ich, so ein Vorreiter gewesen, der Neugeborene untersucht hat und festgestellt hat, dass das gerade die Sprache, jetzt sind wir bei der Sprache, das ist gerade die Grundstruktur zur Aufnahme oder Bildung von Sätzen, das, die ganze Struktur, ja, ist vorinstalliert, das ist schon da. Ja? Das bringt jeder Mensch mit. Und das muss auch so sein, ja? sonst wäre der Prozess, die Bestimmung, die der Mensch mit sich bringt, gar nicht möglich. Ja, also wenn du da erst anfangen müsstest, substantivieren zu lernen, dann könntest du nichts manifestieren, weil du erstmal das lernen müsstest. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja, dass wir bringen das alles mit von Anfang an. Und wenn man jetzt tiefer geht, ja, wo ist der Ursprung? Ja, wie fängt es an oder wo fängt es an? Da gibt es eine Untersuchung aus dem Jahr 2016. Ja, und das ist sehr spannend. Also das ist ein empirischer Beweis sozusagen. Ja? Und zwar, dass im Moment der Befruchtung, ja, also wenn Eizelle und Spermazelle zusammenkommen, ja, ich meine, ich hätte in dem Bericht gelesen, dass also kurz davor, ja, also wirklich Sekundenbruchteile davor, ja, entsteht Licht. Okay, also da entsteht Licht, ja, und die sind schon so weit, dass sie anhand der Qualität des Funkens, der da entsteht, feststellen können, ob der Embryo gesund wird oder nicht. Also nur anhand der Qualität des Lichts, der Quantität, der Qualität des Lichts kann man das schon ablesen, ob sich ein gesunder Mensch entwickelt. Ja. Der Licht, göttliche Funken. So ist das, ja. Also das und jetzt kannst du dir die Frage stellen, wo kommt das Licht her? Ja, wo kommt das her? Also wenn das Licht
wenn du das als energetisch oder energetisch betrachtest, ja, weil Licht besteht ja nicht aus Materie, das ist keine Materie. Ja. Und die sagen zwar, das sind Photonen oder irgendwas, aber jeder Physiker und alle, die in der Chemie sind und über Licht reden, die werden dir klipp und klar sagen, da ist keine Materie, es ist einfach nicht da. Ja. Und ein Photon hat keine Masse. So, und jetzt ist die Frage, wo kommt das Licht her? Ja. Und warum steht in der Bibel schon, es werde Licht. Das Wort ist das Licht der Menschen. Verstehst du? Das Wort ist das Licht der Menschen. Das Licht, also die Fähigkeit, die Sprache benutzen zu können, ist ein Anzeichen dafür, dass du das Licht hast. Du hast das Licht bekommen, ja? Was im Moment der Zeugung praktisch gesendet wird. Das heißt, das hast du die ganze Zeit dabei. Und wir verachten genau solche Informationen oder nehmen sie nicht wahr oder geben ihr keine Bedeutung oder keine Wichtigkeit. Ja? Das ist der Wahnsinn an der ganzen Geschichte, weil wir uns von Informationen, ja, Information gebracht, ja, Informationen auf Wertigkeiten verlassen, die nicht hinterfragt werden und einfach so angenommen werden. Ich kann das immer wieder sagen, wenn du denkst, dass dein Bankkonto dich zu einem guten oder besseren Menschen macht, dann bist du absolut auf dem Holzweg. Ja? Geht nicht drum, was du hier an Werten systemisch vielleicht sogar noch anschaffst. Ja? Das ist rausgeschmissene Zeit. Das ist die rausgeschmissene Zeit für nichts, ja, im Endeffekt. Anders kannst du es nicht sagen. Und da gibt es ganz, ganz viele, ja, ob es Krishnamurti ist oder Alan Watts oder wie er heißt. Ja. Ja. Da gibt es einen wunderbaren 5-Minuten-Bericht auf YouTube mit Geld. Mal gucken. Ja. Wir sind doch so gepolt, dass wir tatsächlich auch jetzt unter dem Aspekt der Zeit tatsächlich glauben, die Sonne geht auf, weil es jetzt 5:30 ist. Ja, ich weiß. Das ist das, was wir glauben. Ja. Oder wo wir uns darauf einlassen, auf so einen Gedanken. Ja. Weil die Sonne hat keinen Wecker. Da klingelt nicht irgendwo was und sagt, hey, du musst leuchten, fang an. Ja. Die kommt einfach. Ja. Und der Sonne ist es scheißegal, was auf der Uhr steht. Ja. Jetzt bist du ja schon... Diese Verdrehungen. Ja, genau, die Verdrehungen. Ob der Kanal so rum oder so rum. Es gibt ja diese absurde Geschichte, dass es Männer gibt, ich sage jetzt mal Männer, Frauen auch, aber ich rede jetzt mal, ich kannte die Geschichte mit irgendeinem, es war irgendein Mann, der am liebsten wieder zurück in den Mutterleib kriechen wollte, ja. Das heißt also, wie mit der Zahnpasta. Aber den verkehrten Kanal. Du redest ja davon, okay, die göttliche Essenz kommt als Funke, ist in uns und unsere Wörter sind dann die Existenz, also oder durch unsere Wörter materialisiert sich dieser göttliche Funke, diese Essenz, materialisiert sich in Form eines Wortes und dann ist das Wort hinaus in die Welt entlassen und existiert. Genau. Du kannst es auch nicht wieder zurücknehmen, du kannst es abändern oder was weiß ich, aber du kannst es nicht zurücknehmen. Und ich möchte gerne auf diesen Anfang, also auf zwei Sachen möchte ich zurückkommen, Michael, nämlich erstens einmal, ob Gott und Egregor das Gegenteil ist, und ob wir den Egregor auch, du kennst doch diesen berühmten Satz, Pfizer works both ways, das ist Kuh, der sagt, diese Überwachung, Pfizer, ja, die funktioniert in beide Richtungen. Wenn wir uns immer als Opfer sehen, dann werden wir überwacht. Und er redet ja davon, wie die Whiteheads, also Trump und die Whiteheads, das Ganze umgekehrt haben und quasi als derjenige, der überwacht wird, es benutzt haben, um den Überwacher zu beeinflussen. So, wenn das jetzt zu kompliziert ist. Ich möchte nur hier, sieht man das? Also wenn wir jetzt hier, ja, ursprünglich haben wir, nennen wir es jetzt den göttlichen Funken, ja? So, der göttliche Funken kommt in uns Mensch hinein, hier sind wir unten. So, und das wäre eigentlich, wie der Kanal sein sollte, ja? Parallel, ich sehe es als eine Parallelröhre, haben wir die Egregoren, die meiner Meinung nach nicht vom Menschen geschaffen wurden, sondern wozu der Mensch nur benutzt wird. Ein Egregor ist meiner Meinung nach meistens von einer Institution, von einer Vereinigung, weil es mit Ritualen und mit schwarzer Magie angereichert ist, wozu der Mensch meistens gar nicht in der Lage ist. Wenn sie so in dem Sinne geschaffen sind, ja. Genau. So, also das, so. Ich meine, wenn ich es jetzt so mal aufzeigen darf, wahrscheinlich habe ich einen Großteil meines Lebens, wie fast alle auch, hier verbracht, aber das war immer noch da, wie aber ein bisschen eine stillgelegte, so ein stillgelegter, also wenn das der Pfropf-Ding ist, ja, dann ist das der stillgelegte Teil, der aber unten drunter noch aktiv ist. So, durch okay. So ein... Gib meine Idee, ja? Jetzt machst du mal eine Pfeilrichtung von Gott runter auf den Menschen und eine Pfeilrichtung vom Menschen Richtung Egregor. Dann hast du die beiden Strömungen. Ja, also Moment, ich erzähle dir jetzt meine Empirik, wie ich es erlebt habe und dann sage, also meine Empirik war, durch ein Erlebnis, was ja andere auch haben, NATO-Erlebnis, egal wie, ja, ist das hier von einem Tag auf den anderen einfach kollabiert, okay? Kollabiert, zusammengefallen, okay?
krass, also richtig kollabiert. Da habe ich natürlich gedacht, ich sterbe, weil die Menschen denken ja, ohne Egregor sterben sie. Das ist das, woran sie sich anklammern. Ich habe also damals gedacht, jetzt sterbe ich. Ne? Kein Egregor war mehr gültig. So, das hat mich aber dazu geführt, dass ich wieder zu dem eigentlichen Kanal hinübergewandert bin und das wieder gespürt habe. So habe ich meine Videos begonnen. Indem ich meine Videos gemacht habe, habe ich allerdings jetzt immer mehr festgestellt, und da warst wirklich du und Marc, also, weil ihr habt mir ja gezeigt, dass das, also, so, jetzt, ich habe den Kanal wieder aktiviert. Von dem Kanal bin ich jetzt hier rübergegangen und habe festgestellt, holy shit, ich kann diesen Kanal wieder aktivieren und ihn nutzen, indem ich nämlich jetzt sage, ich bin hier nicht Opfer, sondern ich bin Schöpfer. Und jetzt mache ich mir meinen Egregor, wie er mir gefällt, und beeinflusse das. Also sprich, die Röhre in die andere Richtung. Genau. Das wollte ich nur mal aufzeigen. Jetzt brauchst du nur mehrere Menschen dazu. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Ja? Das müssen mehrere Menschen sein. Und es kommt immer darauf an, mit welcher... Meine Videos. Ja, natürlich. Ganz klar. Du hast da was erschaffen. Ja? Also wenn jemand dann an die Katharine Turner denkt, ja, dann ist das eine Rückkopplung. Ja, das ist tatsächlich da. Ja, es ist bei dem, was ich hier mache, genau das Gleiche. Ja, wenn man sagt, Klares zur Nacht ist eine egregoriale Struktur. Ja, das ist einfach so. Mhm. Ja? Und da gibt es jetzt schon Leute, die sagen, wann kommt das Nächste? Oder hey, das war gut, das war nicht so gut, und sich dann auch gedanklich darauf einlassen. Das ist ein normaler Prozess. Also ich möchte es nicht, dass jemand denkt, wir üben hier eine Kontrolle aus, um Gottes Willen. Wir haben einfach Bock. Gott, ist das, du das und, in? Es liegt immer an dir, welche Kraft gibst du ihm, ja? Und von wem bist du geleitet? Weil in meiner Zeichnung, Gott, warum ist mein Internet so schlecht? Das ist in letzter Zeit öfter. Du, A1 hat Probleme. Es ist ja auch, von wem bist du inspiriert? Ich habe ja diese, das habe ich ja. Das heißt also, das hier ist inspiriert von dem, was, von meiner Verbundenheit. Und die geht dann da hinaus. Ne? Das ist ja wichtig zu wissen. Du musst nur aufpassen mit den Begriffen. Ja? Also wenn du jetzt Gott, ja, nur mal angenommen, nur mal die Frage gestellt, wenn Gott in Wahrheit Satan ist, was machst du dann? Weil auch da entsteht ja eine Dualität und Polarität, wenn du das abspaltest von der ursprünglichen Begrifflichkeit und sagst, Lucifer ist etwas anderes, und dann sagst du, das sind nicht die gleichen, ja? Sondern es ist einfach nur auf einer Ebene eben polar ausgedrückt. Und deswegen ist gerade das Thema mit der Polarität für mich so eine echte Herausforderung, weil ich da viele, viele Dinge einfach, ja, drin sehe, die nicht einer Natur entsprechen. Ein Egregor ist immer der andere Pol, wenn du so willst. Ja, es ist immer so das Gegenteil. Auch da kann man immer das Gegenteil drin entdecken. Ja, also wenn ich sage immer nur Zeit. Ja, das allumfassendste Instrument zur Kontrolle ist Zeit. Ja, wir ordnen uns unter, wir spielen mit, wir gehen in diesen Fluss rein und wir merken gar nicht, wie wir mit unserer Energie, die uns zur Verfügung steht, uns immer wieder an diesem Zeitplan orientieren. Und ich bin mittlerweile in einer Auffassung von Zeit, die eine völlig andere Zuordnung zulässt. Ja? Und Zeit ist und Punkt. Ja? Da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Einfach, ja, sie ist einfach. Also mag sein, dass sie einen Zugriff von der Vergangenheit kennt, aber nochmal an den Baum denken. Ja? Wenn du ihn aufschneidest und du siehst die Ringe, dann vergeht Zeit nicht linear, sondern sie vergeht in Form einer Anreicherung der Energie. Und damit ist immer das Jetzt wichtig. Ja? Da gibt es keine Richtung, sondern es gibt nur die Anreicherung. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, was passieren würde, wenn der Mensch seine Erde, die er zur Verfügung gestellt bekommen hat, ja, mit seiner Energie aufgrund seiner Einzigartigkeit anreichert. Weil das war ursprünglich der Plan. Da gehe ich ganz fest von aus, ja, dass jeder mit seiner Fähigkeit, mit seiner Einzigartigkeit diese Welt bereichert, ja, und nicht Montag bis Freitag Büro, Geld eintreiben, Miete zahlen, Steuern zahlen und dahin und dahin. Hauptsache, du kommst nicht auf die Idee, an dich zu denken, ja. So, und jetzt muss man sich fragen, warum gibt es diese ganzen Wesen da draußen? Wozu? Was haben die für einen Sinn? Wozu sind die erschaffen worden? Kreditwesen, Bankwesen, Schulwesen, den ganzen Rotz, anders kannst du es ja nicht sagen, ja. Wozu sind die da, wenn nicht zur Kontrolle? Dich von dem abzuhalten, was die wahre Antwort ist. Und die wahre Antwort ist,
dass es da draußen keinen Messias gibt. Den gibt es nicht. Ja? Das ist auch eine egregoriale Struktur, die dich immer in die Hoffnung bringt. In die Hoffnung, dass irgendwo sich irgendeiner verkörpert und dir dir alle Lasten abnimmt, die diese Erde irgendwie mitbringt. Du bist der Erlöser. Erlöser. Lösung. Das ist das, was in dir drin ist. Und das kannst du nur in deiner Eigenverantwortung, in deiner Selbstbestimmung erleben. Ja? Und das wird nie eintreten, wenn du glaubst, der Erlöser hängt am Kreuz. Ja, das hast du auch in der Sendung mit Manifestation. Ja? Genau. Deswegen gibt es diese Manifestation. Ja? Und dann koppelt man genau diesen Gedanken noch an die Zeit. Und dann kannst du ja sagen, der kommt in dem Jahr oder lass noch ein bisschen Zeit vergehen. Dann richtest du dich drauf aus, gehst in die Warteposition. Das ist alles da subliminal mit drin. Das ist so abartig, wenn du das verstanden hast. Ich weiß, ich lehne mich ja gerade ganz weit aus dem Fenster, aber das ist so abartig, wenn du das verstanden hast und dann in die Adlerperspektive gehst und dann erstmal feststellst, wer bist du eigentlich? Ja, genau. Da liegt die Kraft. Ja? Genau. Und deswegen, ich bin kein Messias. Ja, für niemand. Ich muss mein eigener Messias sein. Ja? Mein eigener. Ja? Und deswegen gibt es mich auch nur einmal. Mhm. Marc, da darf ich meine Zeichnung jetzt etwas, weil es war Michael. Natürlich. Das war jetzt gut. Entschuldigung, Michael. Darf ich dann meine Zeichnung hier, weil, ja, du hast natürlich recht. Das Wort Gott, ich habe es ja auch, wenn du dich erinnerst, ich habe dich ja früher so dargestellt, ne? Kannst du dich noch erinnern? Das Tropfsystem habe ich dargestellt. Ne? Also hier, also es ist natürlich nicht richtig, es von oben. Hier unten ist der Baum, unser Baum. Wir wachsen aus dieser kleinen, ne, in einem Apfelbaum, wir wissen das ja, ist ja im Kern schon die ganze Information drinnen. Der eine ist ein Apfelbaum, der andere ist ein Nussbaum. Also wenn wir jetzt wieder den Baum nehmen, ne, und hier unten ist der Baum, das ist diese Zeichnung. Und der Baum, der wurde abgeschnitten und gepropft. So, und jetzt geht es darum, wieder den ursprünglichen Trieb, also das Propfsystem auszuschalten und den ursprünglichen Trieb wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Das heißt, natürlich hast du recht, ich rede natürlich vor allem davon, dass wir von unten, von den Wurzeln und von unserem Ahnen-Ich unten getragen sind und das verbindet sich dann als Ast mit oben und das muss ich natürlich nicht Gott nennen, das kann ich hier Licht, Liebe, Himmel, was auch immer. Ich glaube, Liebe ist wirklich der richtige Ausdruck, aber da darfst du auch nicht den Fehler machen und sagen, das Gegenteil ist Hass. Es gibt kein Gegenteil. Nein, natürlich nicht, aber ich nenne es auch insofern mein Zukunfts-Ich, nicht im Zeitsinne, sondern wenn ich davon ausgehe, dass das hier unten der Stamm, mein Vergangenheits-Ich ist, das, was der hier rauf wächst, der Nussbaum, der die Eiche, was auch immer, jeder ist ein anderer Baum. Wenn ich jetzt das hier mein Vergangenheits-Ich bezeichne, im Sinne von, dass das die Zeit ist, die der Baumstamm schon gewachsen ist, dann nenne ich das hier mein Zukunfts-Ich und zwar nur aus dem einzigen Grund, weil es noch Zeit braucht, bis der Stamm so weit nach oben und die Äste so weit und das Laub so weit, dass es sich oben mit den anderen verbinden kann und mit der oben mit der Sonne. Die Krone, das ist ja die Krone, das ist ja die Krönung. Und so macht es natürlich für mich viel mehr Sinn, weil dann bin ich immer der Baum hat, aber der Baum hat von sich keine Vorstellung, dass er irgendwie so wird. Er wird sich an dem orientieren, was er hat. Er wird das alles um ihn herum, muss er annehmen, damit er das werden kann, was in seiner Bestimmung liegt. Und damit bist du wieder bei der Bestimmung. Selbstbestimmung, das ist doch das, was alle sagen, die Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung ist, hey, lass dich einfach, wie du bist, lass dich treiben, lass dich führen, auch was auch immer. Alle Elemente, die du brauchst, sind vorhanden. Und alles, was du brauchst, um damit umzugehen, hast du bereits. Es ist alles da. Ja, genau. Dann wird aus dir das, was aus dir werden soll. Punkt. Und du kannst da natürlich mitgestalten, mit dran arbeiten, aber das wird auch immer in einem Jetzt stattfinden und nie in der Zukunft und nie in der Vergangenheit. Es ist immer das Jetzt. Und alles, was du tust, wird anreichern. Es wird dieses Wissen anreichern, es wird die Erde anreichern. Ja? Du warst am Anfang mal zwei Zellen, jetzt ist der ganze Körper da. Also wenn du nicht dich ausgebreitet oder selbst angereichert hast mit allem, was dazugehört, was ist es denn sonst für ein Prozess? Wachsen, das kannst du nur als anreichern bezeichnen, für dich selbst. Absolut. Und weil du sagst, von wegen, der Baum hat keine Vorstellung, er hat keine Vorstellung, sondern er lässt sich so wie die Sonnenblume auch, ne? Die wächst ja zur Sonne hin. Und auch der Baum wächst zum Licht und zur Sonne hin. Und da, wo er auch von unten Wasser bekommt, wo er von oben Wasser bekommt, das heißt, das ist die Führung. Und weil du sagst, es geht immer nur im Jetzt, ich habe da so einen Ausdruck, ich habe noch keinen schöneren. Proaktiv gefällt mir nicht sehr, aber ich habe keinen schöneren. Ich sage immer, sich proaktiv in das Leben hinein entspannen. Also im Sinne von das Leben, ich sage ja, das Leben hat immer recht.
Das hat mir gefallen. Das heißt, ich eben hinein entspannt. Naja, im Sinne, ja, weil weißt du, ich habe Schwierigkeiten, auch der Marc sagt immer, tut endlich mal was, und ich habe Schwierigkeiten mit dem, tut endlich mal was, weil dieser Handlungszwang, da in dem sind wir ohnehin schon so drin, oder im Tun, im ewigen Tun. Und ich sage mir, solange ich keinen Impuls habe, ne, und der Impuls kommt immer aus mir heraus, und dann weiß ich, was zu tun ist, und manchmal tue ich mehr und manchmal tue ich weniger, aber eines ist immer klar, ich bekomme einen Impuls, der kommt entweder aus mir heraus oder aus dem Leben heraus, von außen, dann gehe ich mit dem Impuls, und dann zeigt sich mir der Weg, aber immer nur sozusagen das nächste Stück. Also nie, also ich muss nicht wissen, wo mein Ziel ist, das muss ich überhaupt nicht. Ich muss auch keine Ziele definieren oder jetzt ein Konzept, wie möchte ich mein zukünftiges Deutschland oder Österreich oder wie möchte ich meine Gemeinschaft oder sonst was. Alles hier bei mir hat sich entfaltet. Das ist alles günstig. Genau, es hat sich natürlich entfaltet. Aus dem ja, Jetzt heraus. Also egal, aus welcher Perspektive du auf gerade ist immer dieses Thema die Deutschen, ja. Egal aus welcher Perspektive du drauf guckst, ja, es ist immer eine künstliche ein Konstrukt. Ja? Genau. Was anderes kannst du nicht sagen. Ob das nun durch einen Kaiser verkörpert ist oder durch einen drittklassigen Postkartenmaler oder einen, der aussieht wie eine Birne, spielt keine Rolle. Ja? Es ist ein Konstrukt, ja, und es ist immer so konzipiert, dass es für dich annehmbar gemacht wird, ja, weil was anderes macht ja keinen Sinn. Ich kann ja nicht irgendwas geben, was du nicht annehmen kannst, ja, da ist das Perfide drin, ja, weil diese Systeme sich immer in einer Perfektion darstellen, dass sie annehmbar sind, ja, sie sind annehmbar. Ein Kalender kannst du annehmen, ja, da wird sich immer das drin spiegeln, ja, was tagtäglich draußen in der Realität abläuft. Deswegen ist das so leicht, das für uns das zu greifen, ja, weil man eben eine Möglichkeit hat, es zu benennen, ja. Aber diese Möglichkeit ist überhaupt nicht notwendig, ja. Du, über den Kalender redest du ja heute noch mit einem anderen Kollegen, wie ich gehört habe. Richtig. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht reden. Aber ich habe doch, du machst die Vorlage schlechthin, weil du hattest, ich meine, wir kennen ja den abgenudelten Ding mit dem Spiegel, das wissen wir, das alte Ding, ne? So von wegen, du kannst dich am Spiegel herumputzen, und der Putin hat ja auch gesagt, beschimpft nicht den Spiegel, wenn euch nicht gefällt, was ihr seht. Aber du hattest etwas, ich hoffe, ich kann mich jetzt erinnern, du hast irgendwie etwas mit dem Spiegel benannt, weil ich möchte noch darauf eingehen, wir sind ja jetzt gewohnt, dass wir passiv ein Egregor in uns hineinströmt und wir sind Opfer, entweder bewusst oder unbewusst, und dann werden wir von diesem gelenkt. Ja, so. Und ich merke, indem ich die Welt anhalte, gewahr werden, was da abläuft, kann ich den ganzen Prozess umkehren und kann umgekehrt auf den Egregor einwirken. Da werde ich zum Schöpfer und zum Gestalter. Und da hattest du etwas mit dem Spiegel gesagt. Was war das noch? War das mit Der Spiegel hat eine, wie soll man sagen, der Spiegel bringt eine Eigenschaft mit, ja? Also Spiegel sind sowieso, die tauchen ja in verschiedenen mythischen, auch Märchen tauchen mal Spiegel auf, Spieglein an der Wand, ja, was man so im Kopf hat. Ja. Der Spiegel hat schon immer eine magische Anziehungskraft, ja. Also das muss jeder mal so betrachten. Also nehmt euch mal aus dem Alltag raus und schaut einfach mal in den Spiegel. Und dann macht euch mal klar, dass da drin die exakte Kopie, ja, der Realität zu sehen ist, ja. Mit einem kleinen Unterschied. Ja. Diese Realität wird nur dann eine Realität, wenn du einwirkst. Ja. Also das Spiegel bewegt sich nur, wenn du dich bewegst. Stehst du still und hältst die Luft an, machst gar nichts, wird nichts passieren. Ja. Das heißt, es ist immer davon abhängig, dass die Realität, die Vorlage, ja, also wir in Interaktion gehen mit irgendetwas, damit im Spiegel überhaupt ein Prozess oder ein Ablauf gesehen werden kann. Ja. Auch wenn nichts passiert, kannst du den Spiegel sehen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir selbst, Problem, der natürliche Aufbau, den wir haben, ist, dass wir ja ständig auch spiegeln. Wir spiegeln in uns die Wahrnehmung ab, wir spiegeln in uns unsere Erfahrungen ab. Die ganzen Bilder, die wir im Kopf haben, die ganzen Erfahrungen, das sind Spiegelungen von der Realität. Und aus diesen Spiegelungen heraus gestalten wir das, was wir sind. Das macht der Baum letztendlich auch. Er spiegelt etwas aus sich heraus und nimmt die Information von außen, und dann wird er in seine Ausbreitung gehen. Ja, und das ist erstmal nichts Verkehrtes. Ja, das ist ein völlig normaler Prozess. Aber genau das machen die Systeme. Ja, die haben genau diesen Job übernommen, dass sie die Spiegelungen praktisch dazu verwenden, ja, dir zu sagen, das ist jetzt eine Realität und das ist eine Realität und das ist eine Realität. Und dann stehst du da und findest die Grenze nicht mehr. Wo ist die Realität und wo fängt das Spiegelbild an? Ja? Weil das unglaublich schwer ist, das
das zu unterscheiden. Ja? Also jetzt nochmal angenommen, du bist im Spiegelkabinett und überall sind Spiegelungen von dir. Ja? Und dann weißt du zwar, dass du bist, ja? Aber wenn jetzt ein Zweiter dazukommt, der wird wahrscheinlich im ersten Moment nicht sagen können, wer ist jetzt die echte Katharine? Ja? Mhm. Weil ja alle das Gleiche und gleichzeitig machen und synchron alles widerspiegeln. Und ein System spiegelt das. Das kannst du an den Gesetzen ablesen. Du musst nur in die Gesetze gucken. Und die Gesetze spiegeln das, was der Mensch in der Natur vorher vorgibt. Ja? Also sein Verhalten, sein Umgang, alles, was in irgendeiner Form durch den Menschen irgendwie definierbar ist. Deswegen ist ein Rechtssystem immer eine Folge. Ja? Es ist nie der Ursprung. Es kann immer nur die Folge sein. Genau dasselbe passiert im Internet. Mit der digitalen Abbildung der Wirklichkeit. Das ist oder genau das. Ja, ja, ja. Mhm. Deswegen ist auch die Person, das ist eine Spiegelung. Ja? Mal gucken. Du hast doch den Ausweis, was ist da drin? Was steht da drin? Oder was ist das? Ist ein Foto von dir drin. Das ist wie der Spiegel. Ja? Das ist die Spiegelung. Und dann nimmt das System das, was es braucht. Und das sind letztendlich nur ein paar Zahlen, ein paar Daten, Namen, Geburtsdatum und ein Foto, die Augenfarbe vielleicht noch. Und das war's. Ja? Aber das sagt nichts über deine Individualität aus. Nichts. Nur an der Oberfläche etwas. Ja? Nur an der Oberfläche. Und Personen, ja, wenn du das genau betrachtest, Personen ist das Wetter scheißegal, die können nicht atmen, nicht denken, die können gar nichts. Auch voraussetzt, du machst was, weil du bist die Vorlage. Und jetzt kommt der Punkt, wo man dann merkt, wenn man jetzt dem System oder auch den Nachrichten oder auch der Sprache, die benutzt wird, mal zuhört, ja, mal wieder aktiv die Wörter aufnimmt, die kommen dann, das sind Personen auf der Fahrbahn, Banküberfall, gesucht wird folgende Person. In der Schule lernst du, ja, wir müssen mal alle Personen jetzt einladen, damit wir den Elternabend machen können. Wir machen mal Personalveranstaltungen, Personen, 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 Personen. Und dann fängst du an, deine eigene Individualität für dein Spiegelbild zu opfern. Und das ist das, was das System will. Und das ist das, was ich als Gleichschaltung bezeichne. Weil dann sind alle in diesem Kult, diesem Personenkult drin und sehen ihre eigene Individualität nicht. Das ist genau das, was die Kirche schon 100 Jahre macht. Die hängt euch dann mit einem Messias ans Kreuz und sagt, da hängt er. Ja. Nicht du, da. Jetzt wird es schon oberperfide, Michael, weil das ist was ganz Wichtiges, was du da jetzt mit dem Spiegel. Weil je länger ich auf diesem Weg bin, am Anfang war es ganz wichtig zu erkennen, überhaupt mal zu erkennen, es gibt etwas in dem Spiegel, was mir nicht gefällt. Es ist eine Fratze. Und mich nicht mit dieser Fratze zu identifizieren, sondern zu sagen, ich bin nicht die Fratze. So, ich tue es jetzt versuchen zu vereinfachen. Im nächsten Schritt zu erkennen, diese Fratze ist ein Egregor, der in die Menschheit hineingespielt wurde. Das sind nicht wir Menschen. Ich identifiziere mich nicht damit, das bin ich. So, das war der erste Schritt. Daraus entsteht dann, das Böse gibt's, den Teufel gibt's, es gibt die Blackheads, es gibt den Deep State und so weiter. So, jetzt, und das ist so bezeichnet, jetzt, wo die ganze Meute, die ganze Masse, der ganze Mob irgendwie vor allem im alternativen Kanälen jetzt wirklich an den Punkt angelangt ist, so, ja, die Blackheads, die Freimaurer, rauf, rein, lyncht sie alle und was weiß ich, es entsteht ja. Jetzt komme ich nämlich und bin mittlerweile am anderen Ende angelangt, nämlich dass ich sage, in dem Moment, wo ich den Stecker ziehe, verschwinden die wo ich die Energie nicht mehr zur Verfügung stelle. Also dass dieses Ganze nur eine Spiegelung ist, wie du sagst. Und in dem Moment, wo ich etwas anderes in den Spiegel hineingebe, verschwindet es. Ich muss die nicht bekämpfen, ich muss sie nicht lynchen oder sonst was. Da bekommst du natürlich auch wieder die Aufstiegsmöglichkeiten, wenn du sagst, ich kann mich drüber stellen, kann sagen, da ist Realität, da ist Spiegelung und ich habe energetisch, geistig, seelisch, ja, vom Wissen her, was auch immer, die Möglichkeit, es zu erkennen. Und da hast du wieder das, was du brauchst, um dann was umsetzen zu können. Und das ist wirklich der Hammer, wenn du dann wirklich das System mal überprüfst oder da in die Tiefe gehst, dann wirst du feststellen, dass die genau das brauchen. Die brauchen das. Die wollen das sogar. Ja, die wollen genau das, dass diese Umsetzung, ja, die du als Mensch mitbringst, Glaube, Erkenntnis, ja, Wille zur Gestaltung, das wird benötigt. Nur eben in einem anderen Sinn. Ja. Und dann kommen die Wesen. Und Wesen im unglaublichsten, in der unglaublichst facettenreichen Darstellung, ja, die alle irgendwie nur über das Fließen Bestand haben. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Und dann fängt dieser Prozess an. Ja, das ist mit jeder Partei ist das so. Ob das jetzt die FDP, die AfD oder sonst was ist, das sind Gruppenbewusstseinsstrukturen, wenn man so möchte, die nur über Wechselwirkung funktionieren können. Ja. Und wer da die Kontrolle drüber hat, ja, der kann letztendlich auch entscheiden, wie eine Wahl ausgeht. Ich habe ja da eine ketzerische Theorie seit neuestem, lieber Michael. Nämlich ketzerisch. Ja. Ketzerisch. Ich bin Christ. Ich weiß.
Aber ich habe eine ketzerische Theorie in Bezug auf die, auf diese alternative Community, ja, die ja jetzt alle total, die sind ja jetzt aktiviert bis zum geht nicht mehr. Da ist ein Egregore aktiviert, das ist unglaublich, ja. Der ist freigelassen. Und ich habe ja mal gesagt, ich vermute, dass die Kartoffelbäuerin, das ist natürlich ein Klischee, aber ich habe, das ist das Erste, was mir einfällt, die in ihrem Leben nie irgendein, die über Trump nichts weiß, über Putin nichts weiß, die sich nie informiert hat, die keine Ahnung hat, weder von Black Hats noch von White Hats noch sonst irgendwas, die wird wahrscheinlich schneller bei sich wieder, oder die wird, die ist dann bei sich angekommen, während die, die irgendwie von A nach B und von B nach C und wahrscheinlich waren die noch nie von sich weg, das genau, muss ich sagen. Ne? Genau, weil wir reden immer von denen, ach, die anderen sind nicht aufgewacht, aber wir sind so aufgewacht und dann reden oft die, die so, ja, wie soll ich sagen, die in einem unglaublichen Egregor nicht nur gefangen sind, sondern ihn auch aktivieren und bedienen, die reden über die anderen und sagen, ja, die sind ja Dumpfbacken, die haben ja nichts gecheckt, die sind überhaupt nicht aufgewacht. Und das stelle ich zurzeit fest, dass das eine, das klafft auseinander bis zum geht nicht mehr. Wie du sagst, die war wahrscheinlich nie von sich weg. So ist es. Und das wird ja immer dünner, ja. Die, genau die, die werden ja immer dünner, wenn ich dann meine Großeltern denke, ja. Ja. Immer in sich drin, die wussten, das ist mein Job, ich habe mich dafür entschieden, ja, ob das jetzt ein Landwirtschaft oder sonst was war, aber die haben ihr Tagewerk da verrichtet, ja, gib uns unser tägliches Brot, ja, also auf Deutsch bewegt dein Hintern, dass du dein Essen hast, ja, mhm. Und das Minimum, ja, solltest du schon machen. Und die wurden steinalt, die waren gesund, da gab es nichts Großartiges. Ja, gut, ja, ein bisschen was an den Knochen, okay, aber das hat auch jedes Auto irgendwann mal, wenn du es plagst bis zum geht nicht mehr. Ja. Und das ist doch alles korrumpiert worden. Genau diese Abläufe, die in der Natürlichkeit vorhanden waren, sind korrumpiert worden. Jetzt kommen sie ja mit Rente mit 70, ja. Vorher werden alle schon so kaputt gedrillt, dass die das wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werden, also bis 70 arbeiten. Also wer das noch annehmen will, bitte, aber ja, aber das muss ja sein, weil wir brauchen die Kohle, damit die Steuern, damit wir das alles bezahlen können und so weiter. Und das sind alles nur Märchen. Ja. Es sind Märchen. Ja. Es sind Storys. Es ist, ja, das System versucht mit einer Urgewalt, ja, den Prozess umzukehren. Ja. Das ist ungefähr so, wenn das Spiegelbild dir was vortanzt und du machst es nach. Ja. Also nicht du bewegst den Spiegel, sondern das Spiegelbild bewegt sich und du machst es nach. Das passiert jeden Abend, wenn die Menschen den Fernseher anschalten. Da guckt euch das Ding doch mal an. Was ist ein Spiegel, was da hängt? Ja, in Flatscreen, Black Mirror, ja, mystisch noch mal ein bisschen angucken. Was glaubt ihr denn, warum die Flatscreens so billig sind? Ja, die kriegst du für 200 Euro nachgeworfen, ja. Nagelneu, mit allen technischen Raffinessen, ja, ist alles drin. Hauptsache, das ist so ein Ding zu Hause. Das ist das Spiegelbild, was dir erklärt, was du zu tun hast. Mach's nach. Ja, und auf der anderen Seite benutzen, also wenn wir das Ganze umdrehen und anfangen zu erkennen, dass wir diejenigen sind, die den Input geben, die das füttern, dann können wir entscheiden, was wir da hinausgeben. Und das machen wir ja mit diesen Videos. Ich quatsche jetzt hier auch in so ein Viereck rein, ne? Und benutze das, und das ist das, was ich nenne die Umdrehung. Dass ich also mir wieder... Ja. Jetzt nutzt du es zu deinem Zweck. Ja? Und das dann, so machst du ja auch deinen Kommerz. Ja. Das so weiß ich ja dazu. Da geht ja auch. Genau. Ob das jetzt offline oder online ist, egal. Ich bin vorne, ich verkörper da was. Ja. Also das ist mir absolut bewusst alles. Ja. Mhm. Und vielleicht habe ich einen Weg gefunden, das auf eine sehr lebendige Art darzustellen, was auch immer. Ja. Warum? Unabhängig. Ja. Also ich gebe mich nie in eine Wertung rein. Ich möchte mich da überhaupt nicht irgendwie abheben von irgendjemandem. Ja. Aber wenn ich weiß, dass irgendwo etwas in eine falsche Richtung läuft, dann werde ich es kommentieren. Und das Recht lasse ich mir nicht nehmen. Ganz einfach. Ja. Und da gibt es auch mal Kollegenschelte. Warum auch nicht? Ja, auch das belebt die Wissensanreicherung. So sehe ich das. Ne? Ich habe mal was über Kritik gesagt. Ja. Oh, das wird jetzt interessant, weil die Turner quatscht immer über Kritik. Die liebt das Thema Kritik. Ah, da können wir. Ja, was sagst du denn? Was möchtest du denn dazu? Ist egal. Lass mal. Bei Marc habe ich das, glaube ich, gesagt. Oder war es beim Simon? Ich bin mir ganz sicher. Muss mal gucken. Irgendwo da stand es drin. Also ich bin ja der Meinung, Michael, dass dieses Ganze... Wir leben ja in einer Kultur, wo ein riesiger Egregor geschaffen wurde, im Sinne, oder wir den ständig bedienen natürlich dann auch, im Sinne, ich nenne es jetzt mal hegelianische Dialektik, diskutieren, argumentieren, Probleme wälzen. Ja. Und mein Mann war auch so einer, der hat,
der hat irgendwie auch noch so einen Zugang gehabt zu seiner westfälischen Scholle, verstehst? Und der hat immer gesagt, Scheiße bleibt Scheiße, auch wenn du tausendmal drin rumrührst. Und das ist genau das. Also diese Diskussionsrunden, ja, wo du ein Problem erörterst, ne, damit du ja gefangen bleibst. Und dieses ewige Argumentieren und These, Antithese, Synthese, ja, und du bewegst dich ewig im Kreis. Und was tust du? Du hältst nur den Egregor aufrecht und fütterst. Das sind die Polaritäten, die dann geschaffen werden. Deine Position gegen die Position, hin genau. und her, Wechselwirkung. Das ist immer das Gleiche. Und damit reichst du etwas an, was du gar nicht im Verhältnis hast. Ich kann es nochmal sagen. Schaut euch die Welt an. Ihr werdet dort keine Polarität finden, auch keine Dualität. Sie ist einfach nicht da. Ja? Auch wenn wir es uns irgendwie ständig irgendwie einreden, es ist nicht da. Ja? Ich bin einzigartig. Es gibt kein Gegenteil von mir. Es wird auch kein Gegenteil von den Bäumen geben da draußen oder auch von dem Boden, auf dem du stehst, kann es niemals ein Gegenteil geben. Ja? Wo ist das Gegenteil der Sonne? Das ist nicht der Mond, das ist ein Konstrukt. Ja? Das hat miteinander was zu tun. Da kannst du nicht sagen, dass das Gegenteil ist. Und der größte Fehler ist, wenn du sagst, dass das Gegenteil von Liebe Hass ist. Ja? Es gibt keinen Hass im Sinne. Ja? Also ganz, ganz blöd gesagt. Ja? Weil selbst die hassen, ja, tun das aus einer Emotion heraus, die nur auf Liebe runterdefinierbar ist. Sie müssen das lieben, was sie tun, sonst haben sie den Impuls, nicht hassen zu können. Ja, das ist eine Folge, nicht das Gegenteil. So blöd, wie das klingt. Ich weiß, wie das klingt. Das klingt so abartig, aber einfach mal wirken lassen. Ja? Selbst ich möchte es mal so sagen, der eine Bank überfällt, ja, der muss aus der Liebe heraus das Ganze machen, sonst kann er es nicht tun. So abartig, wie das klingt. Ja? Das ist in jedem Menschen so vorinstalliert. Ja? Die Wirkung nach außen, ja, okay, das ist ein anderes Thema. Es geht immer um den Ursprung der Tat, das, was du tust. Gut, jeder Mensch hat seinen eigenen... Du würdest doch keine Videos machen, wenn du das, was du tust, nicht lieben würdest in irgendeiner Form. Ja. Und so ist es mit jedem Verhalten, mit jedem. Egal, was der Mensch tut, ja, auch wenn da einer geschädigt wird oder irgendwie nachher ein Schaden da ist, hat das eine ganz andere Thematik erstmal. Es ist im Vorfeld immer der Impuls. Ja, und der Impuls ist... Da gibt es kein Gegenteil. Ja, das entspricht, glaube ich, sehr dem, was ich sage ja immer. Und ich sage es nur, also okay, der Unterschied zwischen Gesetze und Gesetzmäßigkeit ist für mich ein Naturgesetz. Das heißt, und eine Gesetzmäßigkeit trifft entweder immer zu oder es ist keine Gesetzmäßigkeit. So, und ich habe ja schon seit längerem immer diesen Satz, das Leben hat immer recht. Weil ich es beobachte und ich habe mittlerweile so viele, also ich habe keinen einzigen Gegenbeweis. Also für mich ist es eine Gesetzmäßigkeit, das Leben hat immer recht. Wenn ich das als Gesetzmäßigkeit anerkenne, dann heißt das aber, es gibt keine Ausnahme. Das heißt, was immer mir passiert oder wenn meine Kinder mich anrufen und mir erzählen, was ihnen wieder widerfahren ist, gehe ich erstmal davon aus, das Leben hat immer recht. Das heißt nicht, dass ich nicht dann entscheiden kann, wie ich darauf reagiere. Wenn mir hier einer geschickt wird, der irgendwie jetzt mich hier überfallen will, während ich mit dir rede, dann muss ich nicht sagen, oh, das Leben hat immer recht, also muss ich den jetzt zum Kaffee einladen. Ich kann auch sagen, weiche Satan raus aus meinem Haus. Ich habe also die Entscheidung, damit umzugehen. Aber erstmal die Tatsache, dass dann einer reinkommt, ich meine, es ist keine Tatsache, Gott sei Dank, aber wäre es eine, ne, also Fiktion, dann wäre das erstmal etwas, womit ich umzugehen habe. Wie ich damit umgehe, ist dann meine Entscheidung. Aber dieses, das Leben hat immer recht, das zeigt sich mir immer wieder. Es gibt ja diesen schönen Satz, ja, so nachher, hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht. Ja? Quatsch, ja, es ist Quatsch. Ja, weil du hast es in der Zeit noch nicht gewusst, deswegen hast du es nicht anders gemacht. Ja? Also, da gibt es kein Falsch, ja. Also, oder auch hätte ich mich nur anders entschieden. Nein, du hast dich so entschieden, weil es eben in dem Moment für dich das Richtige ist und da gibt es kein Gegenteil, ja. Ja. Da wo, aus diesen Mustern müssen wir raus, ja, dass wir sagen, wir diskreditieren uns dann auch noch selbst, indem wir uns selber runterbewerten und nicht zu diesen Entscheidungen stehen, die vielleicht getroffen wurden, aus welchen Gründen auch immer. Ob das jetzt mit Linkshirn, Rechtshirn zusammenhängt und da gegensätzliche Strömungen laufen, sei mal dahingestellt, ja. Kannst du so definieren, ja. Aus dieser Abwägung heraus kommt trotzdem eine Aussage. Es ist immer nur eine Aussage. Und die eine Aussage ist nachher nicht polar. Ja, das kannst du nicht sagen. Und da sind wir beim, weil du vom Thema Kritik geredet hast, da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, wir
wir haben eine Aufgabe, nämlich immer zu uns zu stehen, weil wir können nur zu uns stehen. Wir sind, also ich bin, was weiß ich, der Apfelbaum, der Nussbaum, wer auch immer ich bin. Ich kann nur zu mir stehen als diejenige, die ich bin. Und ich darf mich auch nicht schwächen. Also sprich, wenn jemand daherkommt, ein Egregor ist oft da, um jemanden zu schwächen. Und Kritik ist meiner Meinung nach etwas, um den anderen zu schwächen. Mal, ja. Der prüft ab. Willst du zu mir kommen oder nicht? Und wenn das jetzt eine gute Geschichte ist, das kann man zum Beispiel, gibt es ein schönes Beispiel, ja. Ich hatte mal ein Erlebnis mit Schusswaffen. Das ist ein blödes Thema, aber da gab es mal so ein, ist schon zig Jahre her. Ja? Auf jeden Fall, ich durfte mal mit einer Magnum 45 durfte ich mal einen Schuss abfeuern. Ja? Das durfte ich machen. Und der gab mir das Ding, hat mir vorher erklärt, wie und was. Ja? Dann nehme ich das Teil in die Hand und habe dann auf die Zielscheibe und habe dann gehalten, ja, und eine 45er hat schon, also die hat einen Wumms, ne? Da ist mal der Arm, also der Rückstoß ist schon krass, ja, muss ich schon mal sagen. Auf jeden Fall, ich drücke das Ding ab, ja, und der guckt auf die Zielscheibe, der mir das da beibringen wollte und sagt, ey, die Neuen. Also ich war im Schwarzen, ja. Das war mein erster Schuss, den ich mit einer richtigen Waffe abgefeuert habe, ja, und dann gleich so ein Ding, ja. Die Neuen, da guckt er mich so ganz ungläubig an und sagte, verstehe ich jetzt nicht, ja, weil ich seit Jahren und ich habe größte Schwierigkeiten, da ranzukommen. Und sage, ja. Und dann hat er gesagt, komm, machen wir nochmal. Und dann haben wir sechs Patronen, das war noch Trommel, ne? Sechs Patronen da reingemacht und dann durfte ich nochmal. Ich habe die neuen nicht mehr getroffen. Ja? Ich habe sie nicht mehr getroffen. Und jetzt setzt was ein, ja, weil willst du das können, ja, dann der hat dich erstmal gelockt, ja, also nach dem Motto, du kannst das, ja, gar kein Problem, aber das reicht doch nicht, um es in die Perfektion zu bringen. Jetzt musst du es einfach mit deiner Energie, mit deinem Wissensdurst, mit allem, wie du es auch immer beschreiben willst, dann in die Fertigkeit führen. Ja? Und so ist das viel bei vielen. Also ich kenne oft mit dem Anfängerglück das was man so hört, ja, wenn es um viele Dinge geht. Das sind immer so Strukturen, wo du dann ein bisschen lecken darfst an der Sache, ja, und dann wirst du wieder weggeschoben, ja, mit der eigenen Fähigkeit. Und dann geht es darum, steigst du in den Lernprozess ein, ja oder nein? Gehst du in die Wechselwirkung? Ja, oder aber er hat ja auch einen Egregor dir gegenüber bedient, ob bewusst oder unbewusst, ist völlig wurscht, indem er gesagt hat, das ist total schwierig, das braucht Jahre, das ist eigentlich nicht zu schaffen. Also ich mache ja alles, was ich mache, ohne mir im Weg zu stehen. Ob ich ein Bild male oder ein Video mache oder einen Vortrag halte, ich stehe mir einfach, also ich schwäche mich nicht und ich stehe mir nicht im Weg. Ich erlaube aber auch niemandem anderen, mich zu schwächen oder mir im Weg zu stehen. Er kann sich im Weg stehen, oder aber nicht mir. Das heißt also, deswegen habe ich auch mit dieser ganzen Kritik, ich werde gerne angeregt, ja. Ich bekomme gerne eine. Kritik sagt doch über dich nichts aus. Bitte? Die Kritik sagt doch über dich nichts aus. Nein, genau. Der kritisiert. Ja? Also genau. da merkst du doch dann, genau, nicht, die Menschen, wie du wahrgenommen wirst, sondern da merkst du, wer dich wie wahrnimmt, das sagt über dich nichts aus, weil es kommt ja nicht, genau, aus deiner Welt, sondern es kommt aus der Welt dessen, der kritisiert. Ja? Und deswegen, bitte mal an alle, ja? Bleib doch in der Konstruktivität. Ja? Also gib doch den Ratschlag mit der Anerkennung. Warum denn nicht? Kritik ist Anerkennung. Also sich mit jemandem auseinandersetzen, seine Zeit zur Verfügung stellen, um dann eine Einschätzung abzugeben, ja, das ist für mich immer Anerkennung. Und da kann ich damit auch umgehen. Das ist gar kein Problem. Ja, ich meine, ich sage jetzt nur im Sinne von, wenn wir wieder am Anfang sind, ne, dass du einen Egregor nur vermeiden kannst, wenn du Menschen meidest. Ich bin sehr, sehr kritisch, da bin ich kritisch, im Sinne von, dass ich sehr genau selektiere, welches Egregor ich zulasse. Oder das Wort zulasse, ja doch, ja. Also wenn ich, ich vermeide das, ja, weil wenn ich etwas mache mit mir, ich habe mir gegenüber keinen Egregor, ich stehe mir nie im Weg. Ich kritisiere mich nicht, ich habe keine Erwartungen, ich sage nicht, mach das so und so oder sonst was, sondern ich mache es einfach. Und indem ich es einfach mache, passiert meistens das, was du jetzt gerade beschreibst, nämlich, dass es sofort spontan ins Schwarze geht. Wenn es nicht ins Schwarze geht, habe ich aber damit auch kein Problem. Und das ist auch das Geheimnis an der Geschichte, weil ich mich ja nie unter Druck setze. Ich habe null Erwartung, ich mache es einfach, bin dann, weiß nicht, ob ich selber erstaunt bin, wenn es genau ins Schwarze geht. Es ist halt einfach so. Aber dieses nicht sich im Weg stehen. Und wir sind so gewohnt, dass wir permanent uns lenken, kontrollieren, steuern, uns blockieren, uns kreuzen, in den Weg kreuzen. Also ein Umgang mit uns selber. Und wenn ich das schon nicht mit mir mache, werde ich einen Teufel tun und irgendjemand anderen erlauben, das mit mir zu machen. Das heißt, wenn einer kommt und mir mit blöden Ratschlägen kommt oder tu das so oder tu das so oder schau, dass du das nicht tust, dann sage ich nur fuck off, raus aus meinem Feld. Verstehst du, was ich meine? Weil dann bist du da in dem Moment eben im Wissen deiner eigenen Fertigkeiten, dann ist es für dich das Richtige und dann gibt es nichts mehr zu kritisieren.
obwohl du immer die Freiheit hast, das anzunehmen. Ja? Das liegt ja an dir. So, aber letztendlich musst du immer sagen, Kritik sagt über dich erstmal nichts aus. Ja? Das ist ganz klar, weil das kommt nicht von dir. Also von und daher. Oft, ja, und oft wird sie auch. Wenn man da in die ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, die Wahrnehmung eines anderen in der Wertigkeit nach oben zu ziehen. Ja? Es gibt bestimmt Menschen, die können mit deiner Art nicht, es gibt Menschen, die können mit meiner Art nicht. Und okay, aber das muss so sein, sonst wären wir nicht einzigartig. Gut, da sage ich natürlich auch, ich bin nur zweien wirklich schuldig, gerecht zu werden. Das bin ich und meinem Schöpfer, Gott, wie du das jetzt immer bezeichnen willst. Meinem Dharma, meinem Seelenauftrag, dem bin ich verpflichtet. Das ist das einzig und alleinige. Sonst bin ich nichts, weder der Nachbarin noch der Freundin, noch Pipapo oder Tralala. Ich bin gar niemandem verpflichtet. Ich bin radikal. Ich bin, glaube ich, die radikalste, die ich kenne. Radikal im Sinne der Wurzel. Was bedeutet das ja? Ich weiß. Genau. Und je radikaler ich bin, also ich oder werde, umso besser kann ich meinen Seelenauftrag erfüllen. Und mir gerecht. Da ist ja auch wieder was drin, weil dieses Wort radikal ist ja auch sehr, sehr negativ politisch besetzt, ja, dass man sagt, ja, nicht in die Radikalität gehen. Damit ist nicht gemeint, dass man da draußen irgendwelche Autos anzündet oder Mülleimer auf die Straße gibt. Ja. Das ist radikal bedeutet zur Wurzel gehen. Ja. Also das eigene, ja, radikal. Ja. Und das heißt natürlich auch, dass man auch natürlich nur selber Rede und Antwort steht. Also genau, diese Selbstverantwortung, das ist für mich die ultimative Selbstverantwortung. Dass ich zitiere da immer den Film Kopfgeld, ich empfehle dir den einmal, wo dieser der erpresste Millionär dreht das um, dass er das Lösegeld zum Kopfgeld macht und er wird angefeindet von seiner eigenen Frau. Jeder sagt, das ist verrückt, was du machst. Er steht ganz alleine mit seiner Entscheidung. Und nur der Zuschauer weiß, dass seine Entscheidung die ist, die seinem Sohn das Leben rettet, weil die nämlich in dem Moment, wo sie das Lösegeld gehabt hätten, den Sohn umgebracht hätten. Das ist eine Geschichte, ja, die drückt das so gut aus. Ich bin so oft in meinem Leben in einer Situation, wo ich merke, ich entscheide, etwas zu sagen oder eine Position einzunehmen, von der ich mir jetzt schon ausrechnen kann, dass 99% wahrscheinlich mich deswegen lynchen wollen würden und trotzdem muss ich sie sagen und muss sie beziehen und muss dazu stehen. Das ist einfach so. Das geht mir nicht anders. Du hast eine sympathischere Art, vielleicht das rüberzubringen. Nein, um Gottes Willen, ich habe halt meine Art. Ja, das jetzt sympathisch ist, möchte ich gar nicht bewerten. Das kann ich auch nicht, das geht nicht. Ne? Ja. Ich habe einfach meine Art, du hast deine Art. Und ich darf dir an dieser Stelle einfach mal von meiner Seite was geben. Es ist immer wieder eine Ehre, mich mit dir zu unterhalten, weil ich da immer ganz, ganz viel Kraft und ganz, ganz viel die positiven Elemente entdecke. Und das ist doch, mehr braucht es nicht. Das ist schön. Weißt du, was du da sagst? Das ist jetzt lustig, weil ich überlege jetzt gerade von wegen Spiegel. Okay, was ist das, weil das, was du sagst, ja, so geht es mir genauso. Ich habe bei irgendeiner Sendung, ich weiß nicht mehr mit wem, oder habe ich es mir einen Blick gesagt? Keine Ahnung. Habe ich gesagt, dass ich selten, ich würde mal sagen, ich spüre bei einem Menschen, wie sehr er egregorial besetzt ist oder gelenkt ist, fremdgesteuert ist. So. Wenn ein Mensch, der zu sehr hohem Maße das ist, da bin ich sehr vorsichtig, den lasse ich entweder gar nicht bei mir in den Garten oder ins Haus hinein oder sonst wo. Oder ich weiß von vornherein, damit habe ich umzugehen. So. Und es sind selten, dass mir Menschen begegnet, wo ich das Gefühl habe, die sind, ich sage jetzt mal, frei von egregorialen Besetzungen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und da habe ich mal in einem Blick gesagt, dass du für mich dazugehörst. Also den Marc habe ich erst langsam kennengelernt. Ich glaube, der Sunny war auch so, dass die Begegnung mit Sunny war auch in die ähnliche Richtung. Aber so extrem wie bei dir habe ich es noch nicht gemerkt, wo ich merke, dieses wirklich im Geiste frei sein, das spüre ich. Und auch, dass wir in vielen Dingen offensichtlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder was Ähnliches leben in Bezug auf die Zeit. Ne? Für mich gibt es keine Zeit. Ich überlege mir nicht, was mache ich morgen oder übermorgen. Ich habe keine Ziele. Ich lebe jeden Tag aus mir heraus, so wie du das beschreibst, mit diesem, dass es sich entfaltet. Und das ist wunderschön, weil das lässt einen erstens mal total entspannt sein. Da muss man nicht immer schauen und so. Aber vor allen Dingen ist das natürlich ein Austausch. Und jetzt, was ist das Bild, Michael? Weil es ist ja kein Spiegel. Weil du sagst, ich würde etwas in dir aktivieren. Mir geht es natürlich genauso. Ich fühle mich durch dich inspiriert und etwas wird aktiviert. Und so kann es nach oben gehen. Das ist kein Spiegel, ne?
Weil ein Spiegel ist ja Nein, was Starres. das ist Anreichern. Oder sind das zwei Bäume, deren Laub sich irgendwie Das ist begegnet? Anreichern. Also für mich ist Anreichen. es das Anreichern, ja, weil wir reichern an. Wir geben wieder was raus, wir geben wieder Ja. Informationen raus. Ja. Das wird sich in anderen Menschen manifestieren, eventuell. Ja. Der Glaube wird sich ändern und so wirkst du nach außen ein. Ob das jetzt über dieses Medium geht oder einem leibhaftigen Gespräch, spielt letztendlich keine Rolle. Ja. Der Punkt ist, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, so steht es drin. In ihm war das Licht und das Licht war das Leben des Menschen. Also die Sprache ist der Hinweis darauf, dass du den Funken bekommen hast. Genau, und diese Funken, das ist ja auch noch ganz interessant. Ich habe ja den Marc in der Liebnitzmühle kennengelernt und habe sofort gemerkt, da klingelt was. Und dann sind wir ja in Kontakt gekommen. Dann habe ich ihn zuerst beim Sanita vorgeschlagen, habe aber gemerkt, das war nicht die Runde, wo er wirklich zum Leuchten kommt. Und dann haben wir ja gemeinsam, also er und ich, Sendungen gemacht, wo ich gemerkt habe, jetzt ist er in seinem Element. Und dann hat er mir ja Sachen erzählt mit dem Egregor, die er wiederum von dir hatte, also wo, die ihr euch ausgetauscht habt. Wir hatten im April das Gespräch darüber, wo auch Zeit und Egregoren, ja, was ich dann in einer Wiederholung mit Simon nochmal gemacht habe, ja, weil eben auch die Anfrage kam, ist ja, komm, machen wir, kein Problem. Ich komme mit dem Medium noch nicht so richtig klar. Ich bin da absolut neu, ja, anders kann ich das nicht sagen. Ich mache das ja erst, ich habe den YouTube-Kanal jetzt auch seit knapp einer Woche oben. Ja. Ich sehe aber auch, Abo-Zahlen gehen hoch. Danke für jeden Klick, ja, kann ich an der Stelle nur sagen. Ich mache jetzt einfach mal weiter, mal schauen, wo es uns hinführt und dann schauen wir, was rauskommt. Ja? Und wenn das hier Es für ist die Nachwelt, sage ich mal, ein anschaubares Dokument, herzeigbares Dokument ist, ja, warum denn nicht? Ja, und ich kann ja ja. an jeden nur appellieren, hast du was zu sagen, mach einen Mund auf, mach ein Video, mach irgendwas, ganz leicht. Ja, Genau, und da entstehen ja auch egregoriale Strukturen. Das ja sind klar. zwischen Marc und mir, war das schon mal eine Geschichte. Dann sind wir zusammengekommen, haben zu dritt gemacht. Dann machst du mit Marc, jetzt machst du mit mir. Und jedes Mal hat es eine andere Schattierung, eine andere Farbigkeit, ein anderes Kolorit. Eine Und andere Qualität. Ja. Ja. andere Räume hier oben werden beleuchtet, werden begangen können oder andere, da sind wir immer wieder beim Funken. Der Funke kann in verschiedenen Räumen gezündet werden und das Licht kann da hineingeleuchtet werden und wir können die Birne da oben zum Leuchten bringen. Das ist doch schön, oder? Oh, da habe ich ganz schlechte Assoziationen mit Birne. Aber Okay, egal. okay, Ja, okay. Nein, nein, da nein, nein, fällt mir Moment, Moment, Moment. Bundestag ein. Das Universum hier oben, immer mehr, Ja. ich denke, es geht darum, wir reden ja von Geist. Denn der Ja. Mensch ist Deswegen ja ja. auch Universum, weißt du, Uno, das ist eins, ja. Wenn wir beide uns nachts da in deinen Garten vielleicht setzen und legen uns zurück und gucken da hoch in den Himmel, ja, dann siehst du ein Universum und ich sehe ein Universum und jeder hat sein eigenes, ja. Das ist das Geile an der Geschichte, ja. Und genau deswegen gibt's Wieder da? Gott, bist du wieder da? Ja, jetzt bist du wieder da. Ja, ich bin wieder Und da. das Abbild von diesem Sternenuniversum ist hier in uns, hier ist der Das Geist, ist unsere Manitou, Spiegelung. Genau, das genau. Universum. Und hier das wieder zum Leuchten zu bringen, der Funke hier, dass er sich ausbreitet und mit oben verbindet. Ja, Und und jeder, dann also. wirkst du ein, ja. Du wirst alles bereichern da draußen und zeigt dich der Welt, ja. Das kann ich nur sagen, ja. In irgendeiner Form, ja. Und ich Ob du es würde jetzt im sagen, das kleinen Universum. Rahmen machst oder im großen, spielt keine Genau. Rolle. Du Und wirst immer einwirken. ich würde sagen, oben das Sternenfirmament oder wie man das jetzt immer bezeichnet, das Himmelszelt, das ist ja real. Das ist ja, das verändert sich sozusagen nicht in seinem Fließen. Also ich meine, ich will damit jetzt sagen, wir haben nicht, also wir haben hier unten unser Universum und jeder hat sein eigenes Universum hier und bewohnt es mehr oder weniger oder lässt es Klar, du fremd kannst bewohnen. letztendlich jetzt. Wenn du jetzt auf die Ebene gehst, ja, und du weißt, dass der Geist manifestiert, dann besteht die Möglichkeit, wenn auch sehr gering, ja, möchte ich mal sagen, dass auch das da oben nur eine Simulation ist. Ich weiß, aber da bin ich mal vorsichtig, weil ich sage mir immer, Ich weißt du, es auch, ist ja, ganz ist aber wichtig. sehr gering. Ja, also die Möglichkeit besteht, sehr, sehr gering. Ja, Weißt du, sehr gering. ich glaube, dass das auch ein Egregor ist, Michael, dass wir uns eingeredet wurde, ja, dass erstens, dass es Millionen von Wahrheiten gibt, dass es gar keine Wahrheit gibt, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit. Und dass wir, das war ja auch lange Zeit eine Mode, ein Egregor, jede Mode ist, denke ich, ein Egregor, zu sagen,
Das da draußen gibt es gar nicht, sondern existiert nur in deinem Hirn. Und ich denke, dass damit auch eine Art von Depression auf die Menschen niederkommt. Ja, natürlich. Und ich erlebe es genau umgekehrt. In dem Moment, wo mein Egregor gekappt wurde, habe ich die Blumen gerochen wie nie zuvor, den Wind geschmeckt wie nie zuvor, die Vögel gehört wie nie zuvor. Das heißt, es ist realer als je zuvor, was wirklich real ist. Ich habe ab dem Moment unterschieden zwischen der Erde und der Welt, weil mir war klar, die Welt ist eine Erschaffung, etwas, was geschaffen ist, aber die Erde ist etwas, was real ist. Also das eine ist ein Konstrukt und das andere ist real. Und ich glaube, darum geht es ja auch zu unterscheiden, was ist ein Egregor und was ist real. Wenn du dir... Ulrich Warnke sagt dir was, oder? Ja, natürlich. Ich habe sein Buch hier, kenne seine Videos, habe ihn schon früher gekannt. Wenn du da ihm unter dem Aspekt des Meer aller Möglichkeiten, da gibt es einen wunderbaren, ich glaube, 30 Minuten, sollte man sich mal anschauen. Ja, da steht dann drin, wie das Bewusstsein Wirklichkeit schaltet. Ja, wie das Bewusstsein Wirklichkeit schaltet. Die Erklärung hier in Bezug auf Materie bringt, auch in Bezug auf den Körper, ist wirklich der Hammer. Also kann ich nur sagen. Das war auch so für mich so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, an was halte ich mich hier eigentlich fest? Ja, also das bisschen, was ich bin, ja, materiell betrachtet. Ja, und dann siehst du auch, wie die Welt aufgebaut ist. Das ist ja das Material, da materialisiert. Kauf dir das. Oder kümmere dich um das, schaff dir das an. Ja, und am besten immer das Neueste, ja, dass du ja ein Trend bist und so weiter und so fort. Dann wirst du der Getriebene deiner eigenen Gedanken und dann ist immer die Möhre, die vor dir hängt, so als ob da drin die Erlösung liegt, dass du ewig lebst. So ungefähr wird er das ja ein Stück weit verkauft. Verabschiedet euch davon. Ja. Ihr lebt sowieso ewig. Ja. Ewig im Sinne von Zyklus. Eintritt, Austritt. Anreichern. Das ist die Bestimmung. So sehe ich es mittlerweile. Und deswegen ist Zeit für mich immer nur ist. Wunderbar, das sind wir wieder am Anfang. Die alten Germanen haben genau das gelebt. Ja, die haben das gelebt. Die sind in die Schlacht gezogen. Die haben sich nicht versteckt. Da gab es keine Rüstung. Ja, da gab es nichts. Ja, nichts. Die haben ihren Kampfausdruck, ihre Wut, ihren Zorn, das haben die gezeigt. Ja, und das war das, wovor die anderen immer wieder zurückgeschreckt sind, weil sie somit nicht haben. Und was haben die Römer gemacht? Ja, die Römer hatten das Gesicht zu. Ja, die wollten die Angst nicht zeigen. Ja, man kann fast sagen, das waren die Personen und die Germanen waren die Menschen. Wow, das ist toll, was du da sagst. Stichwort römische Ritter. Mal gucken. Ja, also da werden wir heute Mittag noch kurz drüber sprechen. Oh, das ist super, was du da, weil das immer wieder am Anfang, von wegen, wenn wir multidimensionale Wesen sind, ist ja nur die Frage, mit wem identifiziere ich mich? Und ich identifiziere mich nicht mit der Existenz. Es ist wichtig, dass mein Körper ist wichtig und ich schätze ihn und ich achte ihn und ich bin froh, dass ich da inkarniert bin in diesem Körper. Aber ich identifiziere mich mit der Essenz, mit meinem Ich Bin. Und wo das ist, ich meine, ob ich jetzt, was können Sie mir schon anhaben, mich ins Gefängnis stecken? Ja, mein Gott, dann philosophiere ich im Gefängnis weiter. Wenn Sie mich irgendwie über die Wupper, wenn es sein soll, ne, dann passiert das. Ich würde es meinen Kindern nicht wünschen, dass sie vollweise werden, aber ansonsten stehe ich dem vollkommen gelassen gegenüber, weil die Essenz ist ja unputtbar, völlig unputtbar. Nein, geht nicht kaputt. Und letztendlich, das geht nicht kaputt. Ja. Und letztendlich ist es ja das, was du immer über den Körper ausdrückst. Deswegen kann das nicht, das ist völliger Schwachsinn, an einen Tod zu glauben. Ja. Genau. Egregor. Und was löst er aus? Wie viel Angst wird transportiert? Und das sind wir wieder bei dem Grundnahrungsmittel der Emotionen. Ja. Und einmal die Bilder vergleichen, wie der Tod dargestellt wird, wie er gezeigt wird, wie er dir verkauft wird. Er wird dir verkauft. Ja. Er wird dir verkauft. Das ist ein Produkt. Genau. Ich gehe einfach mal auf diesen Satz rein, ja, dass es ein Produkt ist. Ja. Ja. Und auch der Kult, der dann draus gemacht wird. Ja. Lassen wir das. Das ist der Todeskult im Gegensatz. Also Sterben ist für mich nicht dasselbe wie der Todeskult. Sterben ist für mich ein Prozess, so wie die Blätter im Herbst runterfallen und es erstmal stirbt, damit es dann im Frühjahr wieder durchstoßen kann. So ist geboren werden und sterben ist für mich ein Prozess, ein Teil eines Zyklus, wohingegen wir leben in einem Todeskult. Wir leben in einer Todesgesellschaft. Der Freud hat ja die größte Lüge aller Zeiten, indem er Thanatos als einen menschlichen Trieb irgendwie einfach erklärt hat. Wir kennen, und da sind wir wieder, was du sagst, von wegen, es gibt keine Polarität oder es gibt keine Dualität. Ne? Es gibt nur den Lebensdrang. Alles, wenn ich hier die Natur schaue, ne, alles geht dem Leben entgegen. Es gibt keinen Todesdrang. Ich möchte mal sehen, dass irgendwie hier hinten der Ginkgo sagt, eigentlich habe ich jetzt eine Depression und ich überlege und vielleicht bringe ich um. Also, das wäre der Hammer. Ne? So, ja. Ja, wow. Das ist auch ein Egregor. Ein mächtiger Egregor. Der Todesegregor ist ein mächtiger Egregor.
wenn nicht gar der Mächtigste. Ja. Ja, genau. Und dann kannst du alle im Zaum halten mit der ewigen Angst vor dem Tod. Und ich meine, der C-Virus ist ja nichts anderes als dieses ewige, du hältst sie alle im Schach mit diesem wahnwitzigen Egregor. Genau. So ist das, ja. Sehe ich auch so. Da gehe ich 100% mit. Ich glaube, wir haben irgendwie jetzt 1,5 Stunden lang eine schöne Bogen. Schon wieder, ja, unglaublich. Ich sage ja immer, mit euch rennt immer die Zeit, ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt, ja, was es immer das ist. Ja, das ist, deswegen vergeht ja, Zeitvergehen ist ja auch so eine Illusion, die kann nicht vergehen, ja. Sie ist einfach nur. Genau, ja, deswegen. Weißt du, und es ist auch immer so, ich erlebe das immer wieder, dass ich genau dass wir dann genau bei einer Punktlandung ankommen, wenn ich spüre, jetzt sind, und das ist dann immer, wenn man vorher gesagt hat, 1,5 Stunden, dann ist es genau nach 1,5 Stunden, dass die Punktlandung erfolgt, dass man sagen kann, okay, und jetzt ist gut. Jetzt ist okay, danke dir noch. Also heute kommt noch eine Geschichte über Kalender, YouTube-Kanal, Blog-M. Ja, kann man eingeben. Ein Abo wäre schön. Danke, sage ich immer danke. Mehr will ich gar nicht. Von daher, ja. Ja, und heute noch Infoabend, heute Abend haben wir auch noch. Also heute ist voll. Super. Du, und wenn du es bei Telegram bei dir posten willst, ich habe bei mir bei Telegram, wenn ich bei Vimeo hochlade, dann kann ich das runterladen auf 360. Das heißt, ich habe es dann auf Telegram drinnen, nicht als Link, sondern wirklich als Selbstständigen, sodass, wenn es dann auf YouTube oder Vimeo gelöscht wird, es auf Telegram noch vorhanden ist. Wenn du das also von mir holst, von meinem Telegram, dann ist es unabhängig vom... Also ich lade es auf jeden Fall hoch, ich stelle es auch rein, werde es auch über die Telegram-Gruppe rausgeben. Also machen wir. Gut. Michael, es hat mich sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat. Vielen, vielen Dank. Sehr entspannend war das. Ja, fand ich auch. Und sehr erhellend. Sehr erhellend. Das ist es immer. Weißt du, dass hell eigentlich das Paradies ist? Erhellend, ne? Die Hölle, ja. Die Frau Hölle. Sehr interessant, gell? Die Hölle eigentlich das Paradies. Gut, also es ein war Schritt, sehr erhellend. Einen weiteren Schritt ins Licht. Ja. Ein weiterer Schritt ins Licht, du sagst es. Also dann, ich wünsche dir einen schönen Tag und noch eine schöne Sendung. Tschüss. Mach's gut. Danke, du auch. Ihr habt dich wohl. Ihr habt dich wohl, genau. Du auch. Tschüss.